So, jetzt sind wir auch. Jetzt sind wir auch bei Zoom gestartet. So, es kommen jetzt langsam die Teilnehmer rein. Das heißt, ich kann ja schon mal die ersten, die da sind, schon mal herzlich begrüßen zu unserem Live-Event, Online-Event mit der IG Digital im Rahmen der Buchtage at Home. Und jetzt ist auch Carmen Udina mit uns dabei. Dann kann ich gleich schon mal sagen, genau, herzlich willkommen allerseits hier bei unserem Event. Mein Name ist Marie Como, ich bin beim Börsenverein zuständig für die IG Digital und betreue die dort. Und bevor ich dann gleich an unsere drei SprecherInnen der IG weitergebe, werde ich kurz noch ein bisschen was erklären zur Technik und wie ihr alle dabei sein könnt. Das heißt, die meisten von euch werden ja jetzt per Zoom dabei sein, je nachdem entweder über den Browser oder über den heruntergeladenen Client. Wir haben die Möglichkeit, auf eure Fragen einzugehen, entweder über den Chat im Webinar-Chat oder über das Frage- und Antwort-Tool. Das findet ihr wahrscheinlich unten in der Leiste. Da könnt ihr Fragen stellen und könnt diese Fragen von anderen auch dann hochwerten, voten und kommentieren. Dann werden wir darauf im Laufe dieses Webinars auch eingehen und die, so gut es geht, versuchen zu beantworten. Genau, was gibt es sonst noch? Wir haben die Möglichkeit, wenn ihr euch meldet, auch über eure Zuschauer-Button, dann können wir euch bei einigen Fragen dazu reinnehmen, reinholen und auch euch dann per Kamera oder per Audio dazu holen. Das Ganze kann außerdem noch live auf YouTube angeschaut werden, im Stream. Und auch dort werden wir schauen, dass, wenn da Kommentare sind, dass wir die hier reinholen und beantworten können. Das Ganze wird aufgezeichnet, das heißt, es kann sich dann nachher auch nochmal auf unserer Webseite angeschaut werden. Und dann übergebe ich auch direkt an Hermann Eckel, der auch nochmal unsere anderen Teilnehmer hier vorstellen wird. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von Seiten der SprecherInnen der IG Digital, Carmen Udina, Roland Große-Holtfurth und meine Wenigkeit. Wir freuen uns sehr, dass es jetzt wieder so kurzfristig geklappt hat, eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Wir haben ja schon vier Webinare durchgeführt mit super Resonanz und das war immer sehr interaktiv. Wir hoffen natürlich, dass es auch heute wieder sehr rege zugehen wird und wir nicht hier sagen Frontalunterricht erteilen, aber das tun wir sowieso nicht. Oder wenn, dann auf jeden Fall mit sehr vielen verschiedenen Akteurinnen und Akteuren. Es werden auf jeden Fall schon mal tolle Corona-Hacks vorstellen. Wie man in der Reihenfolge durch Oliver Hübsch vom Herder Verlag, beziehungsweise Pondus. Da geht es um den Kita-Online-Kongress. Dann Alexander Karl von Murmann Publishers mit Michael Pachmeier als Autor, der, glaube ich, noch gerade durch irgendeine Stadt wandelt. Herrlich, also das ist wirklich richtig live. Liver geht es gar nicht sozusagen. Dann Marco Verhülstonk von Kiepenheuer und Witsch, der etwas über Social Media Aktionen zum Support des Buchhandels erzählen wird. Und übrigens, bei Murmann geht es natürlich um deren Corona-Ex-E-Books. Bin ich ja gespannt drauf. Dann werden wir selber auch das ein oder andere Beispiel mit einbringen, Carmen, Roland und ich. Dann ist noch die Frau Dr. Hilberath von der Buchhandlung Hilberath und Lange mit am Start, die den kleinen digitalen Sana Bücherfrühling vorstellen wird. Ja, und dann hoffen wir natürlich, dass trotzdem noch innerhalb der 2 Stunden, die uns zur Verfügung stehen und die mit Sicherheit auch schnell rumgehen werden, auch wenn wir das ein bisschen als Pufferzeit eingeplant haben, aber wahrscheinlich brauchen wir die, weil wir davon ausgehen, dass sich wieder viele noch melden werden und noch spontan alle möglichen und unmöglichen Beispiele erwähnen oder reinbringen werden aus ihren eigenen Unternehmen. Der Mario Como wird jetzt gleich mal eine Umfrage mit mehreren Fragen freischalten, die dann jetzt im Laufe meiner kleinen weiteren inhaltlichen Einführung und der ersten ein, zwei Beiträge beantwortet werden können. Und dann werden wir uns mal zwischendurch anschauen, was die Umfrage gebracht hat. Ist gestartet. Man kann jetzt Ist schon beitreten. gestartet. Wunderbar. Los geht's. Fragen beantworten. Das ist also eine Umfrage mit mehreren Unterfragen. Und worum ging es oder geht es uns eigentlich heute? Was meinen wir, was verstehen wir unter Corona-Hacks? Noch bevor ganz Deutschland in den soften Lockdown ging, am 26. Februar gab es nämlich die erste Folge des Coronavirus-Updates und der wurde tatsächlich innerhalb von 24 Stunden aus der Taufe gehoben. Ne? Die haben gesagt, wir wollen das machen mit Christian Drosten von der Charité, haben sie an einem Tag beschlossen und am nächsten Tag, also wirklich 24 Stunden später, ging die erste Folge live. Wow, das nenne ich mal agiles Projektmanagement.
Und ich bin mir jetzt nicht sicher, oder ich glaube, dass wir direkt in unserer Branche, in der engeren Buchbranche, so ein Beispiel nicht haben, aber belehrt mich bitte eines Besseren. Aber wir haben natürlich viele, viele tolle Beispiele, wie wir heute eben zum Teil auch sehen und hören werden, was hier passiert ist. An konkreten Ideen in Richtung Marketing, Vertrieb, Digitalisierung von Veranstaltungen oder Produkten, Beschleunigung von Prozessen und so weiter. Und das Ganze vor dem Hintergrund natürlich, dass wir ja insgesamt durch, wie alle anderen Branchen auch, durch einen gigantischen, sagen Hackathon sozusagen gegangen sind. Plötzlich arbeiten alle im Homeoffice, selbst in Unternehmen, wo das niemals vorstellbar war und es strikt verboten war sogar. Ich kenne da so Beispiele, auch aus unserer Branche, oder wo dann plötzlich natürlich in dem Zusammenhang auch sämtliche Mitarbeiter mit Laptops ausgestattet wurden, was da wiederum zur Folge hatte, dass man sich auch erstmal um Kollaborationstools kümmern musste und mit Ausstattung von allen möglichen anderen Dingen und möglicherweise Serverkapazitäten hochfahren musste und. Das, denke ich, kennen wir alle. Wir kennen sicherlich auch so Beispiele für Digitalisierung von so Basisprozessen wie digitalem Rechnungseingang. Aber uns interessiert eben, was jetzt darüber hinaus so an ganz konkreten Ideen in der Branche entstanden ist und was dann hoffentlich eben auch andere inspirieren kann, da vielleicht auch mal noch in Richtung von neuen Marketing- oder Vertriebsideen von Online-Veranstaltungen oder eben auch Produkten oder gar komplett neuen Organisationsstrukturen nachzudenken. Und ich bin eben jetzt sehr gespannt, was wir alles hören und erfahren werden in den nächsten knapp 2 Stunden und würde jetzt einfach mal ganz zackig übergeben an den Oliver Hübsch vom Hertha Verlag, damit er uns den Kita Online Kongress etwas näher präsentiert. Oliver. Ja, vielen Dank, Hermann, für die Übergabe. Wie gesagt, ich habe mehrere Hüte auf. Im Hintergrund sieht man den blauen Pondus-Pinguin, dürften einige Kunden auch anwesend sein, aber heute habe ich den Herder-Hut bzw. den Qualität in Kitas-Hut auf. Ich gebe mal kurz meinen Bildschirm frei und zeige mal ein Screen. Vielleicht bevor du richtig inhaltlich einsteigst, auch nochmal auch von meiner Seite aus die dringende Aufforderung oder Ermunterung. Also wenn Fragen sind, entweder im Chat oder am besten in dem F&A-Tool die Fragen stellen. Wir beobachten das mit mehreren Augenpaaren und versuchen dann auch so schnell wie möglich die entsprechenden Fragen oder Kommentare aufzugreifen und natürlich auch wirklich weitere Ideen, weitere Initiativen, weitere Erfahrungen in Sachen Beschleunigung oder was auch immer, nehmen wir alles gerne entgegen sozusagen und versuchen alles irgendwie auch in den nächsten 2 Stunden unterzubringen. Genau, also das Projekt, was ich gerne heute vorstellen will, ist der Kita Online Kongress, der von Anfang März bis halt 9,5 Wochen später stattgefunden hat. Motivation war hier der Entfall der Didakta-Messe, doch ein wichtiger Fixpunkt für die Frühpädagogik und für die Pädagogik auch für deutsche Verlage. Wir waren da selber als Start-up-Aussteller mit unserem kleinen Start-up hier, der Quick Online Akademie. Quick Online Akademie ist eine Akademie für Erzieherinnen, die hier online-basierte Kurse, Webinare absolvieren können. Teilweise kostenlos, teilweise kostenpflichtig. Sekunde, zurückgehen. Das hat uns halt betroffen und wir haben gedacht, mit dem Tag der Absage, sagt, wir machen das Ganze, stellen das auf ein virtuelles Konzept um, weil auf der Messe werden nicht nur Bücher gezeigt, sondern es ist auch eine sehr, sehr starke Kongressmesse, die Didakta. Also alle Verlage haben dort ihre Autoren, ihre Referenten am Start, die halt neue Produkte, neue pädagogische Konzepte präsentieren. Wir haben uns dann innerhalb von einer Woche uns verschiedene Sponsoren gesucht, die hier unten aufgeführt sind, also Herder als Marktführer in dem Bereich, aber auch Don Bosco, Westermann, Cornelsen, Beiersdorf mit einer App hier im Kindergartenkommunikationsbereich und so weiter und so fort. Und diese verschiedenen Verlage haben dann ihre Referenten wiederum kontaktiert, die uns dann in Summe ungefähr 100 Kongressbeiträge, 34 Videointerviews, aber auch Webinare zur Verfügung gestellt haben. Oder wir haben diese, wenn sie es nicht vorhanden waren, für die aufgenommen in Form von Zoom-Videos, YouTube-Videos, was auch immer. Wir hatten selber damit gerechnet, dass also ungefähr 10.000 Besucher den Kongress besuchen werden. Wir hatten dann in den 9,5 Wochen knapp 70.000 Unique Visitors.
Das ist doch eine ganze Menge. Das ist etwas mehr, als wirklich zur Didakta auch bekommen werden und ist aus dem Stand heraus doch eines der erfolgreichsten Formate auch offline für Erzieher in dem Umfeld geworden. Wie gesagt, 11 Kongresspartner waren dabei, es sind 500.000 Seitenaufrufe dabei gewesen und wie gesagt, eine Mischung aus wirklich Live-Webinaren, aber auch viele aufgezeichnete Videos und auch über ein E-Learning-System auch verschiedene Online-Kurse, die man so self-paced durchgehen kann. Das Ganze ist so erfolgreich gewesen, ist jetzt abgeschlossen, dass wir das im nächsten Jahr in vergrößerter Basis wieder stattfinden lassen. Das ist für unser kleines Start-up, die Quick, doch eine wichtige auch Säule im Marketing, aber auch als Geschäftsmodell geworden. Also wir haben von der Corona-Krise doch hier über dieses Format doch deutlich profitiert. Ja, super. Genau. Spitzenmäßig. Sehr beeindruckend, was eigentlich auch so die Kernfragen, die uns bewegt haben oder uns weiterhin bewegen, auch schon mehr oder weniger beantwortet, nämlich wie kam es eigentlich zu der Initiative oder zu der Idee, eben Anlass die Absage der Didakta und den Erfolgsgrad sozusagen, die Wirkung und aber auch die langfristige Wirkung, hast du auch schon erwähnt, das war sehr erfolgreich und ihr wollt das weiter fortführen und es hat euch wirklich einen zusätzlichen Zusatznutzen gebracht und als eigenes Geschäftsmodell, wunderbar. Kannst du nochmal genau sagen, wie schnell ihr das sozusagen dann umgesetzt habt von der ersten Idee bis zum Start? So eine Woche hat es gedauert. Aufgrund dieser doch begrenzten Zeitdauer haben wir dann uns für Standardtechnologien irgendwie entschieden. Also Basis des Content-Managements ist ein WordPress-System mit entsprechenden Templates hier. Und wir haben da EduDip als Webinarsystem angebunden. Zoom haben wir natürlich als Format gehabt, YouTube-Videos und auch noch ein E-Learning-System, was wir auch für andere Zwecke nutzen. Genau, das Ganze ist kostenlos, das ist wichtig. Ne? Wir haben kein Payment dahinter gehabt, sondern es ist ein kostenloses Format gewesen. Darum haben auch die große Beteiligung der Erzieherin. Mhm. Was glaubst du unter normalen Umständen? Wie lange wäre der Vorlauf gewesen für dieses Projekt? Oh, mindestens 2-3 Monate. Also wir haben sehr, sehr schnell Einwilligung bekommen von den Verlagen, die alle betroffen wurden. Die mussten sich um nichts kümmern. Schulbuchverlage und Frühpädagogikverlage sind ja auch in der Regel keine Freunde, die sich auf einer Plattform tummeln. Und da hat so ein neutrales Start-up doch ganz gut irgendwie eingeschlagen. Wir sind hier neutral. Und das hat das Ganze auch noch beschleunigt. Also du musst dich um nichts kümmern, wir machen alles für dich. Wenn du keine Seminare hast, wir nehmen es für dich auf, also lehn dich zurück. Das Einzige, was wir brauchen, ist Kontakt zu Referenten und dann lief das ganz gut. Super, also wie gesagt, sehr beeindruckend und also ein echt Faktor beschleunigt und auch noch sogar Akteure zusammengebracht, die sonst nicht unbedingt direkt zusammenarbeiten. Gibt es noch weitere Fragen aus dem Auditorium? Oliver. Ja, eine tatsächlich, die Frage nach der Skalierbarkeit. Also ich meine, wenn ihr das jetzt einmal aufgesetzt habt, dann wäre es ja eigentlich schön dumm, das jetzt einfach nur für diesen einen Online-Kurs oder die Online-Kongress zu nutzen. Habt ihr euch da schon weitere Gedanken gemacht? Der Gedanke kam natürlich, also es sind ja noch solche viele Messen da abgesagt worden, aber die Quick ist wirklich sehr, sehr vertikal aufgestellt. Das ist die, wir kennen die Zielgruppe, wir haben einen sehr direkten Draht, wir verstehen die Pädagogik dahinter. Also wir würden, glaube ich, ganz gut daran tun, uns in diesem vertikalen Bereich, der groß genug ist, da weiter zu tummeln. Also wir planen da keine weitere Differenzierung, Line Extensions in andere Bereiche, sondern wir werden schon in der Frühpädagogik hier bleiben. Aber Karin, wo du das ansprichst, natürlich ist das, kann die Skalierung ja indirekt funktionieren, ja, indem jetzt möglichst viele Menschen sich das nochmal genauer anschauen und sagen, Mensch, das wäre doch vielleicht auch ein Format, was wir für unsere Zielgruppe nutzen können. Ja, also das ich denke da jetzt zum Beispiel an so Kinderbuchverlage. Ja, zum Beispiel. Also es gibt ganz viele andere. Ja, also wenn es Fragen gibt, gerne. Ja, sehr schön. Wenn es keine weiteren Fragen gibt jetzt akut, dann würde ich einfach mal direkt weitergeben. Vielen Dank, Oliver. Danke. Sehr, sehr toller Auftakt. Genau. Und würde übergeben zur
Alexander Karl und Michael Pachmeier von Murmann Publishers, damit die uns mehr über die Corona-Ex-Books sagen. Ja, vielen herzlichen Dank. Vielleicht schon noch den Bildschirm nicht mehr teilen. Ah, genau. Perfekt. Wunderbar. Ja, vielen herzlichen Dank schon mal. Alexander Karl vom Murmann Verlag, Michael Pachmeier, unser langjähriger Autor und Experte für digitale Transformation. Wir haben uns ein bisschen so aufgeteilt, dass ich ein paar Sätze sage, wie die Genese von Verlagsseite ist. Und da muss ich eigentlich erstmal dieses Buch in die Kamera halten. Das war nämlich so der Startschuss 2017. Geht auch bei mir zu Hause. Gut, das freut mich. Da ist die Quarks hier im Haus erschienen von eben Michael Pachmeier und Carsten Hendrich, Der Weg zum digitalen Unternehmen. Und es geht in dem Buch um die Bausteine der digitalen Transformation. Ohne da jetzt zu weit ins Detail zu gehen, ist es so, dass eigentlich jeder, der auf einer Managementposition ist, sich da einen guten Überblick verschaffen kann und individuell gucken kann, was sind so meine Themen, die mich mit der digitalen Zukunft beschäftigen. Das war eben das große Buch, was 2017 erschienen ist. Dann gab es quasi schöne, knappe Kurzversion. Daher kommt auch das X, über das wir gleich sprechen werden. Das ist quasi aus unserer X-Books-Reihe, aus unserer Pocketbuch-Reihe, unser konzentrierter Ratgeber, die Quarks. Also quasi eine kürzte Version, eine kondensierte Version und dann eben jetzt die Corona-X-E-Book-Geschichte, die eigentlich erst gar kein E-Book ist, sondern ein Mitlese-Abo-Modell hat. Das heißt, es wurde der Corona-Krise haben wir, glaube ich, alle gemerkt, dass sich Geschäftsmodelle verändern und Michael wird da gleich nochmal deutlich mehr zu sagen, was das bedeutet und dann eben die Idee, diesen Prozess, diesen Veränderungsprozess zu dokumentieren, aber eben nicht als Tagebuch, sondern durch die Brille, die Michael und Carsten als unsere Autoren eben auch in ihren Büchern anlegen und auf diese Veränderungsprozesse der Digitalisierung schauen. Ja, und das wollten wir eben zum Mitlesen machen. Das heißt, es sollte alle 2 Wochen ein Kapitel geben, was der interessierte Leser mitlesen kann, bevor es dann am Ende des Prozesses ein fertiges E-Book gibt. Eben das E-Book mit allen Bestandteilen. Und jetzt haben wir uns, um da den Verlagspart so ein bisschen abzuschließen, natürlich überlegt, wie machen wir das am besten, auch technisch diese Pieces anzubieten und so ein quasi Abo-Modell zu machen. Das realisieren wir über unser heißt, dort kann man sich quasi einmalig anmelden und bekommt dann in der Folge mal alles zugeschickt, was an neuen Kapiteln kommt. Oder kann eben bis Ende Juli, Anfang August warten, wenn das fertige E-Book kommt. Das erstmal zum Hintergrund des Produkts und was es damit auf sich hat, bevor, ja, Michael, du vielleicht nochmal ein bisschen auch was noch mehr Inhaltliches sagen kannst, was dahinter steckt, was die Idee auch von euch war. Soll ich erstmal Fragen beantworten oder soll ich gleich mal weitermachen? Was euch lieber? Ich kann ja mal. Mach mal weiter. Okay. Ich habe nie in meinem Leben Tagebücher geschrieben. Also ich habe da nie irgendwie einen Sinn drin gesehen, das aufzuschreiben, meine Gedanken am Abend, was so der Tag gebracht hat und hatte auch jetzt nicht irgendwie das Tagebuch als Format für mich gesehen, um Dinge zu verarbeiten. Als dann der Shutdown aber kam, und ich so das Gefühl hatte, das, was jetzt hier gerade passiert, diese Betroffenheit von uns allen auf dieser Welt zum gleichen Zeitpunkt, in zweierlei Hinsicht, nämlich gesundheitlich und ökonomisch, das hat so einen großen Einschnitt auch in mein Leben, dass ich nicht die Dinge vergessen möchte in einem halben, dreiviertel oder 2 Jahren, die ich heute erlebe. Und das war nicht der Ausgangspunkt, wo Carsten und ich uns überlegt haben, wir müssen die Dinge festhalten. Wir müssen die Dinge aber auch kommentieren, die um uns herum geschehen. Und wir müssen anfangen, die Krise als eine Phase der Veränderung zu begreifen. Und haben uns überlegt, es gibt immer so
eine ganz wesentliche Frage in unserer Arbeit, nämlich mit welchem Geschäftsmodell sind Unternehmen, Verlage, Organisationen genauso erfolgreich in der vernetzten digitalen Welt, wie sie es in der Vergangenheit waren. Und daraus entwickeln sich dann auch Transformationsaufgaben. Und aus dieser Corona-Krise haben wir für uns nochmal überlegt, wenn wir daraus eine Lernerfahrung ziehen, was müssen wir eigentlich mitnehmen an der Fragestellung oder um die Fragestellung zu beantworten, wie werden wir eigentlich immuner gegenüber Krisen? Weil eine Krise, die jetzt ausgelöst ist durch das Coronavirus, ist ja nicht die einzige Krise, die uns als Unternehmen, Organisationen, als Gesellschaft betrifft. Es können auch Krisen sein, die ausgelöst sind durch neue Technologien, durch veränderte disruptive Geschäftsmodelle oder durch veränderte Kundenerwartungen. Das heißt, wir sind immer wieder der Frage beschäftigt, uns zu verändern und uns neu zu erfinden. Und wir geben in diesem Buch, abgeleitet aus den Mustern von Veränderung, denn wenn man ganz, ganz ehrlich ist, die Veränderung in personaler Hinsicht, in organisatorischer, technologischer Hinsicht, läuft nach bestimmten Mustern ab. Und die Stärke von uns ist, über die letzten Jahre diese Muster erkannt zu haben. Wir haben sie in DeepVox, der Weg zum digitalen Unternehmen, beschrieben. Und wir haben uns jetzt hingesetzt und haben abgeleitet aus unserer Erfahrung und auch aus vielen Gesprächen, die wir gerade parallel mit unseren Unternehmen, mit unseren Organisationen führen, die wir betreuen, die wir begleiten als Bearingspartner. Was für Prinzipien muss ich verfolgen? Welche Kompetenzen muss ich aufbauen? Welche Zukunftsbilder muss ich entwickeln, um in Zukunft widerstandsfähiger und resilienter zu sein? Und diese Prinzipien beschreiben wir in CoronaX und geben also damit eine Anleitung, das ist uns mal ganz wichtig, als Sparringspartner eine Anleitung zu geben, wie ich mich verändere. Und wir kontextualisieren das mit den Ereignissen in Wirtschaft und Gesellschaft, die wir momentan beobachten und bringen und setzen das in Zusammenhang. Und ich glaube, daraus entsteht, zumindest aus den ersten Rückmeldungen der ersten zwei, drei Kapitel, ein sehr interessantes Buch, was zum Nachdenken anregt, aber auch gleichzeitig Mut macht, über eben das Wie auch anzufangen mit der eigenen Veränderung, und zwar in der Krise. In der Krise anzufangen mit Veränderung, die Krise als Phase der Veränderung zu nutzen. Mhm. Danke. Vielleicht noch mal zu der Genese. Ich weiß nicht, was so richtig rübergekommen war. Also was so genau der Auslöser war, wie ihr jetzt eben zu dieser X-Reihe gekommen seid. Also diese Pocketbuch-Idee, die hatten wir eben schon 2018, wo es um den Gedanken ging, Wissen komprimiert, also unsere, ich sag mal, größeren Bücher, unsere umfangreicheren Bücher nochmal in komprimierter Form anzubieten. Und da war eben auch schon das DeepVox-Buch von Michael und Carsten dabei. Und jetzt mit dieser Corona-Situation, die plötzlich aufkam, haben wir im Verlag intern überlegt, wie können wir wie reagieren wir einmal selbst darauf und welche Fragen stellen sich unsere Leser und eben Menschen, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Also Michael hat eben die Gespräche angesprochen, die er als Berater und Sparringspartner da führt. Die haben jetzt natürlich plötzlich in diesem Corona-Momentum einen ganz anderen Dreh bekommen und eine ganz andere Dringlichkeit, gerade wenn es auch um Transformationsprozesse geht. Und das eben zu dokumentieren und das an die Hand zu geben, das war so die Idee. Und wir da jetzt ein klassisches Buch gemacht hätten, das wäre ja nie so schnell gewesen und in dieser Aktualität gewesen. Also Michael, du hast es eben gerade gesagt, du bist kein Tagebuchschreiber, kein Gelernter. Ich glaube, das ist ja auch sowas, was wir mittlerweile viele ja auch digital festhalten, unsere Gedanken von eben Twitter, LinkedIn bis Instagram. Und ich glaube, in die Richtung geht eben auch dieses Prinzip, dass man kapitelweise hier alle zwei Wochen Input gibt und neue Reflexionen, die dann weitergedacht werden.
Ja, sehr schön. Genauso, da gibt es auch eine Frage, und das ist ganz lustig, weil das habe ich mir auch gerade gestellt. Ihr seid ja jetzt extrem agil und ihr schreibt ja, kann man ja jetzt fast sagen, in Etappen. Genau. Wie ist das denn mit dem Thema Austausch generell mit den Lesern? Habt ihr da schon Rückmeldungen überhaupt, und was macht ihr mit diesem Feedback, was ihr bekommt? Baut ihr das dann gleich wieder in die nächsten Kapitel oder in die nächsten Bände mit ein? Weil das wäre ja super praktisch. Genau, das ist genau das, was wir machen. Wir haben ja schon seit Jahren eine Community, also parallel mit dem Dequox-Buch haben wir auch eine Community aufgebaut aus Familienunternehmerinnen, aus Unternehmern, aus Führungskräften in Wirtschaft, Gesellschaft, auch Wissenschaft. Und wir haben schon während der Corona-Krise angefangen, parallel mit dem Buch Community-Meetings abzuhalten, um Erfahrungsaustausch zu organisieren, weil es hat ja noch nie einer diese Art von Krise durchgemacht. Und das ist für uns immer ganz wichtig, sowohl eine Retrospektive zu haben, als auch einen Erfahrungsaustausch. Und aus diesem Erfahrungsaustausch, da stellen wir diese Texte auch zur Verfügung oder respektive, wir nehmen da auch zu den verschiedenen Prinzipien und Kompetenzen auch Impulse mit dann in unsere Texte, die wir alle zwei Wochen aktuell dann schreiben. Ja, das ist parallel von uns so angelegt. Ja, sehr nutzerfreundlich dadurch natürlich auch. Genau. Also es ist nicht nur jetzt, was Carsten und Michael sich mal in ihrem stillen Kämmerlein ausdenken, sondern die Beobachtung und die Kontextualisierung, die ist subjektiv. Dazu kann jeder eine Meinung haben. Aber, sage ich mal, die Anleitungen und die Handlungsweisen, was jetzt auch notwendig ist und was man jetzt auch angehen muss, also Stichwort Innovationskompetenz aufbauen. Wir müssen anfangen, uns neu zu erfinden. Wir merken, dass wir nicht nur auf ein Geschäftsmodell unseren ganzen wirtschaftlichen Erfolg fokussieren dürfen. Wenn das wegbricht, haben wir echt ein Problem. Das erleben wir gerade in der Luftfahrtindustrie, in der Automobilindustrie, im Messebau, in der Messeindustrie. Wir müssen also Abhängigkeiten reduzieren. Wir müssen auch Abhängigkeiten von Wertschöpfungsketten in der globalen Welt reduzieren und wieder lokaler denken. Das sind Dinge, die wir dann auch spiegeln und die uns auch gespiegelt werden aus der Community von Unternehmen, die genau dieses Problem haben. Maschinenbauer, die sagen, hey, super, wir können, das haben die uns im April gesagt, wir können nach so einem Shutdown auch relativ schnell wieder die Produktion hochfahren. Nur was mache ich, wenn meine Zulieferer in Südostasien pleite sind? Dann bricht die Kette ab und dann nützt es mir gar nicht, dass ich in Deutschland wieder hochfahren kann. Und ich habe kein Backup-System meiner Wertschöpfungsketten lokal aufgebaut. Und das sind genau die Erfahrungen, die wir in diesem Buch reinbringen und wo wir beschreiben, wie man mit dieser Lernerfahrung dann umgeht und wie man daraus dann auch Veränderungen erzeugt. Ja, auch das sehr spannendes Beispiel. Vor allem, glaube ich, so einer der wenigen Beispiele, die es gibt, wo tatsächlich jetzt neue Produkte oder neue Form der Veröffentlichung entstanden ist und auch sehr schnell umgesetzt wurde bisher. Also die anderen Dinge, Initiativen, Projekte, von denen wir wissen, die jetzt ja heute auch noch vorgestellt werden, finden sich ja wirklich mehr im Rahmen von Vertrieb und Marketing, ja, vor allem digitales Marketing, Veranstaltungen online und so weiter. Auch prozessuale Themen kennen wir. Aber gerade Produkte finde ich natürlich sehr spannend, weil man natürlich da auch am ehesten denkt, das ist ja, da kann man jetzt nicht ran. Das dauert eben einfach seine Zeit. Und jetzt zu sehen, dass ihr wirklich sehr, sehr schnell immer kapitelweise so ein Buch oder verschiedene Bücher veröffentlicht, finde ich stark. Und auch das hoffentlich ein Erfolgsbeispiel sozusagen, was andere Buchmenschen aus der Branche sich jetzt mal genauer anschauen und dann vielleicht eben auch gerne nacheifern. Das sage ich jetzt mal im Sinne auch von der Leser, ja, oder auch ganz persönlich. Ich habe jetzt auch erst eben über unseren Austausch davon erfahren, ehrlich gesagt, und werde mich jetzt auch mal drauf stürzen. Und wollte euch noch fragen, inwiefern ihr euch schon Gedanken gemacht habt, jetzt dieses Modell auch noch stärker auszurollen oder das weiterzuführen oder dann wiederum noch jetzt weitere Ideen bekommen habt, wenn ihr davon schon sprechen wollt oder dürft. Also bei uns von Verlagsseite gibt es ja neben dem Corona-X, was Michael Pachmeier und Carsten Henrich schreiben, was eben die Resilienz in der Krise
stärken oder nach der Krise stärken soll, gibt es parallel noch ein zweites, auch mit einem bei uns etablierten Autorenteam, nämlich den Musterbrechern. Da geht es auch eben um gleiches Modell im Endeffekt, dass es auch wöchentlich oder zweiwöchentlich Texte gibt, die aber stärker den Fokus auf diesem Musterbrechen, Brechen mit Themen auch im Unternehmen haben, also quasi auf einer anderen Ebene. Ich kann beides empfehlen, kann man sich beides schön parallel auch durchlesen. Insgesamt diese Schnelligkeit ist natürlich ein Thema, die wir hier im Murmann Verlag schon länger leben. Also bei uns entstehen auch durchaus recht fix im Zweifel Bücher. Das heißt, wir entwickeln ja auch wirklich viel mit den Autoren zusammen. Auch das Buch von Michael und Carsten ist ja ursprünglich quasi im Sparring entwickelt worden. Und das, denke ich, ist was diesen Weg auch nochmal bestärkt, dass wir da versuchen, auch mal schnell gute Produkte auf den Markt zu bringen. Mhm. Ja, wunderbar. Das heißt, zusammengefasst, also die Idee, eigentlich so kürzere Bücher oder kürzere Formate für Veröffentlichungen zu nutzen, um Content eben zu kondensieren oder kondensiert zu den Nutzern zu bringen. Das hattet ihr eh schon länger und jetzt war die Krise, Corona-Krise, der Auslöser, das auch wirklich umzusetzen oder anzugehen und das dann auch noch sukzessive und eben nicht in einem Schwung. Und das Ganze wiederum aber auch vor dem Hintergrund, dass ihr eh schon sehr fix seid in euren Prozessen, vielleicht fixer als andere noch sehr viel, vielleicht älter eingesessene Unternehmen. Vielleicht mal aus einer Autorensicht, die eine Kollegin hatte gerade gesagt, ihr habt ja das ja ganz nutzerzentriert gemacht. Wir müssen natürlich als Autoren auch überlegen, in einer Mediengesellschaft, wo jeder so viel Informationen konsumiert, so viele Nachrichten bekommt, so viele Texte vorgelegt bekommt, wie mache ich die Texte noch so, dass sie meine Zielgruppe auch wirklich liest? Und meine Zielgruppe sind Führungskräfte in Wirtschaft, Politik und Wissenschaft, die per se eher weniger als mehr Zeit haben zu lesen. Also jetzt ein dickes Buch zu machen oder in einem Dreivierteljahr ein dickes Buch rauszubringen, Retrospektive der Corona-Krise, was lernen wir da draus, 52 Seiten, das wird nicht funktionieren. Und deswegen glaube ich, sind jetzt gerade diese, ja. Jedes Kapitel hat jetzt so, mal zwischen 13 und 16 Seiten in einem kleinen handlichen Format, wie es Alexander gerade gezeigt hat, ist sehr leicht im Storytelling-Modus geschrieben und gibt noch 1, 2, 3 Handlungsempfehlungen mit. Ich glaube, das ist genau das Format, mit dem wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben, wo Leute sich schnell wiederfinden und nicht an einer Case-Study hängen, wo sie sagen, okay, die passt ja eh nicht auf mich, sondern wo sie an verschiedenen kleinen Geschichtsschnipseln irgendwo eine Andockstelle finden, sagen, ja, das bin ich auch, das ist bei uns ja auch so, dieses Verhalten kenne ich. Und da nochmal einen Weg aufgezeigt bekommen, der ihnen auch als Anleitung dient. Das ist unsere Erfahrung der letzten Jahre als Autorin gewesen. Das kommt aber am allerbesten an bei der entsprechenden Zielgruppe, die wir bedienen. Super. Ja, sehr, sehr schönes Schlusswort sozusagen oder schöne Abbindung für das Thema aus meiner Sicht. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Vorstellung der X-Box und viel Erfolg dabei weiterhin. Ich würde gerne noch eine Frage aufgreifen, die zum ersten Thema gestellt wurde, nämlich können Sie etwas mehr über die Akquise der Teilnehmer für den Kita-Kongress erzählen? Nun ist der Oliver Hübsch schon längst weg, aber ich habe dem schnell mal eine E-Mail geschickt mit der Frage und er hat auch sofort geantwortet. Und er schreibt, Akquise lief über Marketing, über die Partner, viel Social Media, Multiplikatoren, Empfehler aus der Branche und viel Mund zu Mund über die Erzieher. Also auch das Teil von so Online-Veranstaltungen geht alles. Selbst wenn der Referent schon verschwunden ist, kann er sich noch äußern aus dem Off. Ich hoffe, das beantwortet die Frage des Teilnehmers zur Zufriedenheit und dann würde ich sagen, wir gehen mal weiter. Also vielen Dank nochmal Alexander und Michael für das tolle Projekt und bleibt gerne noch dabei, solange ihr könnt eben. Und dann gucken wir uns vielleicht mal an. Wir haben noch eine Frage von Fabian Kern. Die hatten wir eben eigentlich schon, die hat Carmen ja schon längst aufgegriffen. Sie hat nur Fabian nicht genannt. Hallo Fabian. Dann mache ich das nicht. Aber Mario, du könntest ja mal die Ergebnisse oder das Ergebnis der Umfrage einblenden, wenn es da schon alle dran teilgenommen haben. Die Umfrage und dann geben wir mal die Befragung frei. Bitte schön.
Ah, sehr schön. Also eine knappe Mehrheit hat immerhin schon mal Prozesse digitalisiert und dadurch deutlich beschleunigt. Hier, wie bei allen anderen Themen, wenn es da Beispiele gibt, wo jemand noch gerne was drüber sagen möchte, also nur her, also keine Scheu, bitte. Dann immerhin, witzigerweise weniger als die Hälfte, Vertriebs- und Marketingaktivitäten digitalisiert. Da hätte ich jetzt mit einem eher höheren Schnitt gerechnet, so ähnlich wie bei den Prozessen. Aber online statt Präsenzveranstaltungen, was natürlich auch Marketingaktivitäten natürlich sind. Insofern kann man eigentlich sagen, das zusammengenommen gibt dann einen höheren Wert für Marketing. Dann neue digitale Produkte, das überrascht mich jetzt nicht. Das hätte man auch erwartet, dass das weniger sind, aber gerade da, also wenn da noch jemand auch berichten möchte, her damit, ja, welche neuen Produkte sind da entstanden? Und immerhin auch etwa die Hälfte der Teilnehmenden hat sich so positiv geäußert, ja, Unternehmenskultur und oder Organisationsstruktur hat sich entsprechend spürbar verändert. Und die ganzen Veränderungen, die es gegeben hat, werden als sehr nachhaltig eingeschätzt. Auch sehr schön und sehr spannend. Und wie gesagt, also wir haben jetzt ja noch so verschiedene andere Beispiele, aber wenn da jemand noch mal berichten möchte aus dem eigenen Unternehmen, immer her mit den Erfahrungen. Carmen, Roland, gibt es von eurer Seite aus noch Kommentare zu der Umfrage? Nein, also ich finde, du hast das schon wunderbar zusammengefasst. Also ich hätte ansonsten, also wie kann es auch anders sein? Nein, ich hätte ansonsten tatsächlich auch nochmal darauf hingewiesen, dass wir natürlich sehr, sehr dankbar sind und dass wir auch davon ausgehen, dass es bei euch in euren Unternehmen auch noch andere Ideen und Corona-Hacks gibt, als die wir jetzt hier in dieser Session vorstellen. Und auch aus dem Grund haben wir 2 Stunden angesetzt, damit ihr auch noch genug Luft habt, gerade im Hinblick auf diese Umfrage, die wir hier jetzt gestartet haben, wenn ihr uns danach noch was dazu berichten wollt. Genau. Ich sehe den Marco schon als Bild auf alle Fälle und er bewegt sich, also es ist auch kein Standbild. Hallo Marco. Dann würde ich nämlich gleich schon mal, also in Richtung neue Produkte und neue Ideen, kommst du dann natürlich jetzt hier wirklich super, weil du kannst uns sogar 2 Ideen präsentieren und du hast die freie Auswahl, mit welcher du starten möchtest. Ja, hallo Marco. Hallo, grüße euch, danke euch. Neue Produkte, weiß ich nicht, ist es eher, glaube ich. Aber neues Marketing, oder? Ist eher der Bereich Marketing und Kommunikation. Und ich glaube, es ist nur zu verstehen, sozusagen chronologisch. Außerdem sind die ganz gut verklammert. Und ich glaube, du hast es schon eingangs gesagt, Hermann, sie weisen online, gerade online, auf den stationären Buchhandel hin. Diese beiden Aktionen. Mit Genese meine ich einfach, die eine ist vom 18. März, die andere ist vom 18. Mai. Und die vom 18. März hat einfach mit der Situation zu tun, die wir alle erlebt haben. Die Leipziger Buchmesse war abgesagt, relativ kurzfristig. Wir haben in Köln noch einen Moment mit der Lit Cologne gerechnet. Dann schlossen die Buchhandlungen, wir erinnern das alle ganz gut. Und aus dieser Stimmung und aus dem Moment heraus, dass dann wirklich die Buchhandlung schloss. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt teilen kann, soll. Ja, teile gerne den Bildschirm. Versuch's einfach. Ich versuch's mal. Genau, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Es ist ein ganz einfaches Posting. Darüber haben wir auch nur eine halbe Stunde nachgedacht. Das Ganze hat vom Hashtag her einen gewissen Vorlauf. Wir hatten letztes Jahr einfach mal eine Geschichte, Find Your Grime. Da gab es mal eine Woche lang den besagten Roman von Sibylle Bergnich. Und wir wussten aber, die trudeln gerade so wieder ein und die Buchhändler durften uns dann interaktiv zurufen, wo Exemplare noch liegen. Hier hat das eine ganz andere Dimension. Hier war einfach wirklich die Meldung, der stationäre, also die Buchhandlungen machen zu. Andernorts kommt man im E-Commerce kaum mit der Arbeit hinterher. Und dann haben wir einfach gesagt, bitte meldet euch unter diesem Hashtag. Wir hatten auch nicht den Anspruch, das irgendwie bei uns zu aggregieren, wo eure Lieblingsbuchhandlung steht.
dass sie weiter natürlich online erreichbar ist und auch ausliefert, Fahrradkuriere etc. Und wir waren relativ überrascht. Wir waren jetzt auch nicht die Einzigen, die das dann gemacht haben, aber ich glaube, wir waren relativ früh dran. Wir hatten allein bei Facebook eine ganz hübsche Reichweite und eine Interaktion. Wir haben 1500 Fans am Ende mehr gehabt. Wir haben das Ganze natürlich auch bei Instagram und bei Twitter gemacht. Und also Find Your Bookstore war plötzlich an diesem Abend auch in den Twitter-Charts. Und das war also aus dem Momentum, aus einer Stimmung heraus, offenbar eine Aktion, die viele angesprochen hat. Und das Tolle ist natürlich, es sind sowohl die Leserinnen als auch die Buchhändlerinnen, die sich dann einfach selber gemeldet haben, ne, und gesagt haben, hier, Leute, wir müssen zwar zumachen, aber wir liefern weiter Bücher aus. Ne? Und das ja, war eigentlich eine ganz schöne Aktion gegen die Stimmung, in der wir dann auch irgendwie selber waren. Genau. Sehr, sehr schön und sehr schnell. Ja, also auf Facebook geht sowas schnell. Wir haben das einmal kurz intern diskutiert. Kann man das so machen? Und man kann das machen. Also das war relativ schnell entschieden. Und ich meine, es gibt, finde ich übrigens, auch bei den Kolleginnen, auch von Autorinnenseite, das Stichwort oder das in der Umfrage gab es ja gerade auch den Punkt Online-Lesungen oder den Shift von Präsenzveranstaltungen hin zu digitalen Formaten. Ich finde, da könnte man ganz viel Tolles sozusagen auch noch zeigen, was uns auch aufgefallen ist, was gar nicht von uns stammt, aber von vielen, vielen Kolleginnen und Kollegen. Ich bleibe jetzt aber mit der zweiten Aktion einfach bei dem Thema Buchhandlung. Wir haben uns dann überlegt, also nachdem sozusagen diese spezielle Ästhetik der Wohnzimmerlesung so etabliert war und nachdem die Buchhandlungen dann ja wohl auch wieder aufmachen durften, nachdem die Politik das signalisierte, haben wir uns eine Aktion überlegt, für die wir allerdings 4 Wochen gebraucht haben bis zur Umsetzung. Wir wollten nämlich Danke sagen. Danke dafür, dass die Buchhandlungen in diesen Zeiten so kreativ waren, so schnell einen Service geboten haben, sich auch so schnell umgestellt haben. Und wir hatten einen Kollege von mir, der hatte die großartige Idee, einfach alle zu nennen. Diese wunderbare Vielfalt, die wir haben in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und wir haben dann intern kurz darüber diskutiert, schnell eine Liste gemacht. Schnell eine Liste ist gut, das hat schon mal ein paar Tage gedauert. Und dann aber im Gespräch mit den Kolleginnen der Schwesterverlage auf Holzbrink-Ebene gemerkt, wir kriegen alle Autoren, die wir so brauchen würden, dafür, dass 4000 Buchhandlungen gelesen werden und dass es nicht wirkt wie ein Memorial am besten sozusagen, sondern sie öffnen ja wieder, wir sagen Danke, haben wir also 53 Autoren zusammenbekommen, haben diese Aktion... Na, spiel mal was ab. Ich spiel mal was ab, genau. Diese Aktion der klassische Vorführeffekt. Ich zeige euch mal den Anfang. Ja, ihr seht hier Christine Westermann, die fängt bei A an, wie Arau. Und wir haben dann tatsächlich so gemacht, dass, ich finde den YouTube-Player noch nicht, super, klassischer Vorführeffekt. Moment,
dass wir natürlich Sprungmarken eingebaut haben an der Stelle, wo man eben zu einem bestimmten Autor oder zu einer Autorin springen möchte. Kann sich nur noch um Stunden handeln? Nee, hier ist es. Also ihr seht das hier. Das alles aufzunehmen, die Videos einzuholen bei unseren Autorinnen, das zusammenzuschneiden, hat dann am Ende doch fast 4 Wochen gedauert. War genau 2 Monate nach dem ersten Facebook-Aufruf, dass die Buchhandlungen sich sozusagen im Netz wieder über den Hashtag überall zeigen mögen und sagen müssen, wir liefern. Und das war dann eben das Dankeschön. Das ist Deutschland. Ihr seht hier noch Österreich und die Schweiz. Ja, also die Resonanz per Newsletter, per Direktnachrichten, auch an unsere Vertreterinnen aus dem Handel selber war sehr, sehr positiv und enorm und sehr positiv. Und die Aufrufe sind auch okay. Dass das natürlich ein großes symbolisches Dankeschön ist, ist selbstverständlich. Und führt jetzt auch nicht zu irgendwelchen Folgeaktionen dieser Art, sondern das sind, glaube ich, 2 Aktionen, die aus dem Verlauf dieser Krise, die wir alle erleben, und aus dem Momentum passiert sind. Die Organisation hier, auch was den Zeitraum angeht, dieses Videos, hätte ich mir ein bisschen schneller gewünscht, aber klar, wenn man mit ein paar Verlagen das koordinieren muss und über 50 Autoren, dann dauert es halt ein bisschen. Ja, sehr, sehr schöne Aktion. Auch wenn es mehr als 24 Stunden gedauert hat. Die haben die Namen der Buchhandlungen dann vorgelesen, muss man, also liebe Buchhandlung, ach, ist das nett. Ja, richtig, also das ist sozusagen wirklich, dass everybody counts, ne? Also dass jede Buchhandlung namentlich erwähnt wird. Und also wir haben natürlich so ein Disclaimer, dass wir wahrscheinlich nicht ganz vollständig sind und so. Wir haben eben die aktuellsten Listen aus Österreich, der Schweiz und Deutschland genommen. Es sind fast alle dabei gewesen. Die nicht dabei waren, haben uns dann erbost geschrieben oder unseren Vertrieb. Ja, genau. So und so in Suhl fehlt, habe ich gerade gesehen. Bitte? So und so in Suhl fehlt, habe ich gerade gesehen. Ja, genau. Aber daran kann man einfach sehen, dass die Idee offenbar überall ankam. Auch da, wo wir diejenigen nicht nennen konnten. Ja, inwiefern gibt es da inhaltliche oder organisatorische Learnings daraus, was jetzt vielleicht auch nachwirkt? Ja, also ich glaube, dass einfach ganz klar ist, dass das Erste ist, da gibt es kein Learning, sondern das ist das, was virale Hashtags manchmal bewirken können, wenn sie in der richtigen Sekunde kommen. Und das andere ist, das kann man, glaube ich, schneller organisiert bekommen. Ich hätte jetzt auch eine Idee, wie, aber wir können diese Aktion ja gar nicht nochmal machen. Also ich bin froh, dass Sie vorher nicht... Ich bin froh, dass Sie vorher nicht wussten, dass es so ein Aufwand ist, sonst wäre es hinterher nicht gemacht worden. Also, ja, guter Hinweis. Ne, das ist doch eine tolle Sache. Das wird nie wieder gemacht, nachdem das 4 Wochen gedauert hat. Ist doch klar. Also da können wir glücklich sein, dass es vorher keiner überschaut hat. So ist es. Das ist vielleicht überhaupt einer der besten Sätze, aus der Krisenzeit sozusagen für die Zukunft oder wie die Norddeutschen in aller Kürze sagen, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken und das auch gerne eben nicht nur beim Trinken, sondern im übertragenen Sinne. Lieber erstmal loslegen. In der Tat, wenn man sich über alles Gedanken macht, die Konsequenzen seiner Ideen, dann würde man das meiste wahrscheinlich tatsächlich nicht anfassen. Aber auf jeden Fall vielen Dank, Marco, und auch stellvertretend für die gesamte Holzbrink-Gruppe oder die Buchverlage. Tolle Initiative, hat die Buchhandlung bestimmt sehr, sehr, sehr gefreut. Und es gibt ja noch eine ähnliche Aktion oder eine andere Aktion, die auch die Buchhandlung zugute kam, beziehungsweise 2 noch, jetzt Roland und ich kurz noch mal zumindest erwähnt haben wollen, bevor wir dann an eine der Buchhändlerinnen, die auch dabei ist, nämlich Frau Hilberath, weitergeben. Roland, erzähl doch mal von eurer Gutscheinaktion. Danke, ich würde dann mal versuchen, den Bildschirm zu teilen.
So, ich denke, das sollte jetzt funktionieren. Also ich fasse mich auch ganz kurz, weil es ist ja quasi unsere Veranstaltung und die Gäste haben auf jeden Fall Vorrang. Nur jetzt passt eigentlich ganz gut auch als Anknüpfen an das, was Marco erzählt hat. Wir waren leider ein paar Tage langsamer, aber die Ausrede ist, wir haben eine Landingpage und Grafik in der Zeit gewissermaßen gebaut. Unser Impuls war auch, wir müssen was machen. Also das hast du, Marco, auch sehr schön beschrieben. Diese Stimmung, das kann jetzt nicht sein. Leipzig ist gerade vorbei. Im Buchhandel, jetzt in den Bundesländern unterschiedlich, aber ist in der Regel gewissermaßen das normale Arbeiten verwehrt. Wir müssen etwas tun. Und da sind wir auf die Idee gekommen, was können wir als Agentur tun, die sich im Kern mit Kommunikation befasst, das schnell funktioniert, das in den Augenblick passt und dass wir einfach auch schnell umsetzen können. Und da sind wir eben auf die, würde ich jetzt sagen, gar nicht mal geniale Idee gekommen, aber doch passende. Also insbesondere mein Kompagnon Matthias war hier der Impulsgeber. Deshalb ist mir nicht so peinlich, dass ich das jetzt vorstelle, weil die Lorbeeren doch größtenteils zu ihm gehen. Jedenfalls haben wir dann gesagt, okay, was können die Leute machen, die den Impuls spüren, den wir auch gespürt haben, wir möchten Buchhandlungen unterstützen. Und jetzt aber dann in der nächsten Gedankenschleife sagen, naja, aber ich brauche gerade kein Buch oder ich würde gerne, aber weiß nicht welches. Dann den ganz simplen, einfachen Impuls, okay, dann kauft doch einen Gutschein. Und das haben wir dann umgesetzt, haben für die Buchhandlung auch ein bisschen gewissermaßen grafisches Material zur Verfügung gestellt und haben, und das war so der zweite Gedanke, gleich schon die Learnings vorwegnehmend, was wir machen, muss schnell sein. Es muss ein Bedürfnis aufnehmen, das nicht nur wir, sondern möglichst viele andere haben. Und wir müssen unsere Stärken ausspielen können. Und das war halt eine relativ schnelle und relativ erfolgreiche, würde ich schon sagen, Presse. Begleitung im Grunde unserer Aktion. Das heißt, ich habe jetzt mal so ein paar Belege. RBB durfte Matthias sogar ein Interview geben. Dann hatten wir auch eine WDR-Berichterstattung, Deutschlandfunk Kultur und so weiter und so fort. Und das hat dann, glaube ich, wirklich dazu geführt, dass quasi auch diese Nachfrage von außen, also über die Menschen, die Medienresonanz wahrgenommen haben, dann gesagt haben, okay, gute Idee, mache ich mit. Ich weiß zwar nicht, was ich jetzt oder in 2 Wochen oder in 4 Wochen lesen will, aber ich will, dass meine Buchhandlung diese Zeit übersteht und deshalb kaufe ich jetzt Gutscheine. Und das hat sehr gut funktioniert und ich habe dann tatsächlich zufällig neulich im Deutschlandfunk noch einen Bericht gehört einer Buchhändlerin, glaube ich, letzte Woche, die dann auf die Frage der Moderatorin sagte, na, wie ist es Ihnen denn ergangen? Und dann sagte sie, ja, wir sind relativ gut durchgekommen, nicht zuletzt aufgrund der Gutscheine, die die Leute bei uns in der Zeit gekauft haben. Ich würde mir natürlich gerne einbilden, dass das alles aufgrund unserer Aktion geschehen ist. Ist sicherlich nicht so, aber die, sagen wir mal, die Einfachheit des Ganzen war dann schon offensichtlich wirksam. Und jetzt vielleicht so nochmal die Frage nach den Learnings und nach der Umsetzung. Also ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, von der Idee bis zum Launch dieser Landingpage und der Pressemitteilung, das war vielleicht eine Woche und davor war ein sehr intensives Wochenende, das unsere Grafikerin dann dem Projekt geopfert hat. Das muss man dann auch mal machen, aber dann geht es auch ziemlich schnell. Und sicherlich, also das habe ich auch als persönliches Erfahrung über diese ganze Zeit mitgenommen, also es ist extrem wichtig, das, was Marco auch beschrieben hat, ein Gefühl dafür zu haben, was gerade jetzt passend ist. Also es kann sein, dass die Aktion 4 Wochen später vielleicht nicht diese Resonanz gehabt hätte oder vielleicht auch 10 Tage früher. Man weiß es nicht. Also das ist wirklich etwas, was, ja, also was wir sicherlich auch gelernt haben und mitgenommen haben. Genau, jetzt das nur als gewissermaßen von zu Hause berichtet. Hermann, du hast auch einen von zu Hause Bericht. Genau, also von fast zu Hause sozusagen, von einer unserer Muttergesellschaften von Tolino Media, nämlich Thalia, beziehungsweise eigentlich sind es ja 2, Thalia und Osiander, haben eben diese Plattform Shop Daheim auch in aller Schnelle auf den Weg gebracht. Vielleicht sind wir das frei wieder, genau, dann gebe ich meinen.
Bildschirmfrei. Das kann man jetzt, glaube ich, auch insofern noch kürzer vielleicht kurz vorstellen, als das hoffentlich auch den meisten sowieso bekannt ist. Es ging ja auch eben durch die Branchenpresse und auch darüber hinaus sehr stark. Auch das innerhalb kürzester Zeit, innerhalb weniger Tage zum MVP oder glaube ich so knapp 2 Wochen hat es gedauert, eben so eine Plattform zum Auffinden von lokalen Händlern auf den Weg zu bringen, um eben den lokalen Handel zu stärken. Erinnert jetzt in der Optik ein bisschen an die Corona-Toten, aber Entschuldigung. Ja, gut, das war jetzt mal überkommentiert, aber es sind eben aber eben nicht tote, sondern sehr lebendige Geschäfte, nämlich mal überschlagen, also um die 15.000 aus mindestens 25 Branchen und eben auch nicht mehr nur auf den Buchhandel beschränkt, sondern darüber hinaus. Uns ist das ehrlich gesagt, also von denen hatte sich niemand jetzt bei uns gemeldet auf den Aufruf im Börsenblatt bzw. über den Börsenvereins Newsletter und uns ist es dann auch selber erst am Freitag eingefallen, dass das doch eigentlich auch eine tolle Initiative wäre, die wir gerne hier vorstellen würden, haben jetzt auf die Schnelle niemanden aus Termingründen dazu bekommen, aber auch das ist vielleicht ein Thema, generell Einkaufsplattformen, Stärken des Buchhandels oder Stärkung des Buchhandels, was wir nochmal aufgreifen in der weiteren Session hier innerhalb der Buchtage at Home. Aber an der Stelle, wie gesagt, schon mal links erwähnt, ist auf jeden Fall erfolgreich. Wie erfolgreich für den einzelnen Händler, das entzieht sich jetzt meiner Kenntnis, aber auf jeden Fall hat es eben doch schon eine sehr große Resonanz, auch weit über den Buchhandel hinaus bekommen, wie gesagt, mit ca. 15.000 Geschäften, die jetzt da teilnehmen. Gibt es denn jemand hier aus der Runde, die da sagen jetzt mitmachen? Dass ich da. Ich habe uns eingetragen, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich merke, dass es genutzt wird. Also, schade, ich würde sagen, man rennt. Woher soll ich wissen, ob das jetzt der Weg ist zu uns? Also, das kann ich ja nicht kontrollieren, leider. Ich habe nur sofort, als das kam, habe ich gedacht, ist eine tolle Idee, mache ich sofort mit. Ja, und da haben Sie ja auch schon perfekt direkt zu sich selbst übergeleitet, liebe Frau Hilberath. Und das ist ja sofort mitgemacht haben, spricht ja auch für Sie, denn Sie haben ja auch noch diverse andere Initiativen ergriffen. Vielleicht sagen Sie ja, ich muss mich erst noch mal ganz kurz entschuldigen, dass ich gesagt habe, ich wäre keine Rheinländerin. Ich habe eben von der Kollegin erfahren, das war gelogen. Also die Grenze von Nordrhein-Westfalen zwischen den Westfalen und den Rheinländern liegt zwischen Essen und Bochum. Also das heißt, ich muss als Mülheimerin tatsächlich Rheinländerin sein. Das war mir vorher nicht so klar. Also von der Mentalität bin ich Ruhrgebietlerin, ja, oder Ruhrpöttlerin. Das hatte ich ja eben schon mal erklärt. Also Rheinland ist für mich noch was anderes. Ich habe ganz lange in Bonn studiert und gelebt anschließend und die sind ja doch noch mal ein bisschen anders. Das ist noch mal kurz im Vorgespräch, war das mal gerade zwischen dem Herrn Eckel und mir ein Thema. Ja, erzählen Sie uns online, von Ihrer online wollte ich noch auch ergänzend sagen, wir hatten ein wahnsinniges, zufälliges Glück irgendwie, dass wir zwischendurch ja auch Buchbesprechungen im WDR 2 machen dürfen und die Brigitta Lange, meine Geschäftspartnerin, hatte ein Buch, also das war ja schon länger vereinbart, das wird immer so 1-2 Wochen vorher vereinbart, dass sie vorstellen wollte, dienstags, dafür musste sie montags, aber schon wegen Corona von zu Hause aus per Telefon musste sie, sie machen das jetzt schon rein? Genau, ich habe jetzt einfach schon mal. Ach so, ich habe das nämlich jetzt auch vorbereitet. Ich wollte mal gucken, ob ich das nicht auch selber schaffe. Ich weiß, ich habe jetzt gedacht, komisch, sie greifen auf mein. Ah ja, alles klar. Auf jeden Fall, also ich bin die mit dem Wollschal, ne, älteres Bildchen irgendwie aus dem Winter, in der Mitte. Und meine Geschäftspartnerin, die Brigitta Lange, ist die mit der Lesebrille. Nee, auf dem Bild, so wenn man von vorne guckt, links von mir steht. Das andere sind Mitarbeiterinnen von uns. Auf jeden Fall hatte sie dann die Gelegenheit, nicht nur das Buch vorzustellen, sondern die haben gefragt, was machen Sie denn jetzt mit Corona? Und das wurde extra aufgenommen und am Dienstag während jeder Stunde, wie das im WDR so ist, immer wieder gesendet. So eine ganz kleine Einblendung und die Brigitta hat dann gesagt, alle Buchhandlungen haben eine Online
Shop und bitte bestellen Sie doch beim unabhängigen Buchhandel im Online-Shop. Und das hat, also die Kunden haben uns darauf angesprochen. Die sind ja dann montags und dienstags noch wie verrückt zu uns gekommen und wir hatten also, jetzt versuche ich das mal selber mit dem Teilen des Bildschirms. Dann höre ich mal auf hier, genau. Ja, ich weiß nicht, ob mir das gelingt. Ich habe eben mal unsere ganzen Newsletter so rauskopiert. Ich habe dann auch was gemacht, was ich ganz unangenehm fand. Ich dachte irgendwie, belästige Leute mit den Newslettern, aber die haben sich über jeden Newsletter unheimlich gefreut und wir haben weit über 2000 Adressen, haben immer um die 50% aufgemacht. Das war unser erster und da habe ich geschrieben, also hier die viele gewonnene Zeit, leider habe ich jetzt hier das Datum nicht, das war aber, das war noch vor dem Lockdown, ich sage auch übrigens lieber Lockdown mit dem Shutdown, das haben wir jetzt in Amerika und dann ist hier also ich habe hier Prävention, Bücher hamstern. Ja, noch die letzten zwei Tage nutzen, hat ganz, ganz toll gewirkt. Da sind wir mal kurz im Bioladen mit einem Haufen Bücher und haben ein Foto von diesem kleinen Einkaufswagen gemacht. Sehen Sie das? Nee, leider sehen wir Ihren Bildschirm noch nicht. Moment mal eben, Entschuldigung. Ich wollte nicht fluchen. Muss mal eben zu Zoom zurück. Das gelingt mir jetzt nicht, weil Sie die Herrschaft über das Bild haben, glaube ich, oder? Nee. Sie müssen unten auf Bildschirm freigeben. Ja, aber das ist nicht zu sehen. Mal gucken. Nee, Sie müssen mal das YouTube-Bild wegnehmen, glaube ich, weil das jetzt immer... Ich gebe nichts mehr frei. Ja, aber ich habe nur noch Sie. Also wenn ich auf Zoom gehe, dann habe ich... Mario, kannst du da technisch irgendwie helfen? Können Sie nicht mal, Sie haben, glaube ich, wirklich noch das Bildschirm teilen da, oder nicht? Nee. Sie müssen mit der Maus ganz unten am Rand des schwarzen Fensters entlangfahren, dann poppt diese Leiste auf. Ich weiß, was Sie meinen, aber ich habe kein schwarzes Fenster mehr. Es ist, wenn ich auf Zoom gehe, sehe ich nur noch einzelne, also Sie jetzt, ja, weil Sie jetzt reden. Jetzt ist irgendwie was verdorben. Mal gucken. Vielleicht, wenn Sie die Fenster einfach ein bisschen hin und her schieben. Also dann, das passiert hin und wieder, dass die überlappen und man sieht es dann einfach nicht mehr. Nee, so ist das nicht. Entschuldigung, jetzt mache ich hier Chaos. Ich gucke mal eben. Soll ich nochmal von mir aus freigeben? Sie sagen mir, was ich zeigen soll. Moment, ich mache mal eben mal alles zu. Also Zoom ist jetzt nur noch ein Bildchen und da sind nur noch Sie. Also immer nur die sprechen sind da. Mal gucken. Minimiertes Video verlassen, komme ich dann auf das Große wieder? Ja. Jawohl. So, jetzt habe ich es. Alles klar. Ich hatte das gar nicht minimiert. Das hat sich selber minimiert. So, jetzt mache ich mal Bildschirm freigeben. Ach du lieber Himmel. Jetzt müssen Sie wahrscheinlich das richtige Fenster finden. Ja, ich will jetzt auch nicht hier sowas Sie jetzt aufhalten mit Unfähigkeit, ja. Hermann, willst du vielleicht das nächste kurz zwischenschieben und Frau Hilberath, Sie schalten sich dann wieder ein? Das hatten wir eben, aber ich wollte ja jetzt die Corona-Newsletter zeigen. Perfekt. Und das habe ich jetzt hier. Ne? Das ist also unser. Sieht man das jetzt? Ja. Man sieht alles. Also super. Hier ist, ich habe hier geschrieben, ne? Also erstens entdecken Sie das Vergnügen, wieder stundenlang in andere Welten abzutauchen. Und jetzt kann man ja ganz viel lesen. Ne? In der Zeit der das war kurz vor der Schließung. Also Sie decken sich jetzt noch schnell ein. Räumen Sie unsere Regale. Ne? Das war zu der Zeit, als da überall Lebensmittel gehamstert wurden. Und es gab so einen Hashtag Bücherhamstern, auf den haben wir da verwiesen. Und dann haben wir noch schnell im Bioladen dieses Bild geschossen.
mit dem Einkaufswägelchen. Ne? Und dann haben wir langfristige Maßnahmen, also Sie bestellen bei uns und dann haben wir noch Werbung gemacht für den 26. Sana Bücherfrühling. Da hatten wir 3000 Programme gedruckt, wir schon fast alle Karten verkauft oder reserviert und waren noch voll der Hoffnung, dass wir den Bücherfrühling im Mai, den wir also seit 26 Jahren durchführen, noch, dass der noch stattfinden kann. Der passiert also in Kooperation mit Kultureinrichtungen in, hier in Sahn, in diesem Stadtteil von Mülheim-Ruhr. Das ist so ein kleiner, ja eher dörflicher Stadtteil, der aber ganz viel Zuwachs von, also da haben ganz viele, ist so ab den 80er Jahren ganz viel gebaut worden. Also hier ist ein großes Einzugsgebiet und wir haben wirklich einen kleinen, sehr gut funktionierenden Einzelhandelsstandort. Vielleicht die Leute zeigen sind Sie uns hier mal, sehr, bitte? Wenn ich mal kurz unterbreche. Ja? Also wir haben zwar noch relativ viel Zeit, aber damit hoffentlich auch noch Beispiele drankommen, vielleicht zeigen Sie uns mal die YouTube-Geschichten. Ja, wir haben dann also uns entschlossen, nachdem klar war, der Bücherfrühling kann nicht stattfinden, haben wir den ersten kleinen digitalen Sana Bücherfrühling durchgeführt, statt des 26. normalen Sana Bücherfrühlings und haben also unter anderem, das zeige ich auch noch mal gerade, auf unserer, Moment, lass mich jetzt hier mal ran, auf unserer Website, müsste eigentlich auch zu sehen sein, nee, zeige ich nur mal eben hier, haben wir diesen, wir haben also, geh weg, hier dieses Bücherfrühlings Freuken, das hat schon, also das, den Mundschutz und da haben wir also hier nach und nach über den ganzen Mai, weil normalerweise wäre das ja auch im Mai gewesen, ne, haben wir viele kleine Veranstaltungshäppchen gemacht. Also wir haben den Eindruck gehabt, wir möchten die Leute jetzt nicht anderthalb Stunden irgendwie vor dem Bildschirm festhalten, da haben die keinen Nerv zu. Aber wir haben also immer wieder Newsletter verschickt mit neuen Links und haben immer so alle paar Tage hatten wir irgendwas Neues fertig. Am Anfang hatten wir die Nachrichten der Bibliologinnen. Wir haben also hier auf unserem YouTube-Kanal haben wir vor diesem Bücherfrühling schon einige witzige Angelegenheiten gehabt. Also wir haben zum Beispiel die Ansprache der Kanzlerin persifliert und haben eine Ansprache der Buchhändlerinnen gemacht zur Lage der Nation, also der zur Lage des Buchhandels in der Zeit. Dann haben wir als Bibliologinnen immer die neuesten Entwicklungen. Also dann kam der Lockdown, dann konnten wir wieder aufmachen und so. Dazu haben wir dann immer kleine Filmchen gemacht. Also es gibt so vier lustige Filmchen, wo wir so ein bisschen persiflieren, was sich in den Medien abgespielt hat. Das können Sie sich gerne mal angucken. Das sieht man jetzt hier nicht, aber das ist in unserem Kanal zu finden. Also es hatten schon alle eben bei uns auch viel geguckt und das ist wirklich einige hundert Mal angeguckt worden. Wir waren ganz erstaunt, dass das so gut klappt und waren dadurch auch ermuntert, irgendwie ein bisschen mehr zu wagen mit diesem kleinen digitalen Bücherfrühling. Und den haben wir auf unserer Seite eben auf diese Weise beworben. Also auch über die Newsletter konnte man diese Links aufrufen, haben wir diese kleinen Buttons gemacht. Und wenn man da drauf klickt, kann man sich das auch sofort anschauen. Wir haben also einen Standard gemacht, der für die Leute ganz wichtig ist. Das ist das literarische Quintett in Sahn. Das machen wir auch schon von Anfang an. Da stellen wir Bücher vor. Und das haben wir in vier Häppchen geteilt, damit das nicht stundenlang dauert. Das ist hier eine Abendveranstaltung und da stellt jede von uns mindestens vier Bücher vor, also vier Bücher vor und zwar ausführlich. Und da haben alle eine Liste und machen sich Notizen und so. Und die werden hinterher ganz doll gekauft. Das hat hier ganz toll auch wieder geklappt. Also die haben wirklich auch die Bücher anhand dieser Buchvorstellungen bestellt und haben sich, also es haben sich viermal, fünfmal so viele Leute angeguckt, wie in unsere Buchhandlung passen. Also wir müssen das jetzt weitermachen. Wenn wir das nächste literarische Quintett in echt durchführen, live durchführen, dann müssen wir das filmen und ich bin sicher, also ich habe keine Lust, das zweimal abends im Laden zu machen oder viermal. Wir müssen das dann filmen und auch
allen zur Verfügung stellen, die nicht mehr in den Laden passen. Wenn ich ganz kurz mal einhaken darf, tolle Initiativen. Und was ich daran besonders schön finde, Sie hatten ja vorhin, als wir telefoniert hatten, sich erstaunt gezeigt, dass wir auch überhaupt auf Ihr Feedback wiederum geantwortet haben, auf Ihre Reaktion auf unseren Aufruf. Und weil Sie ja doch nur so eine kleine Buchhandlung seien. Aber das weil wir so dilettantisch sind. Also, nein, Quatsch. Also das Schöne ist ja, also Sie haben etwas auf die Beine gestellt, sogar verschiedene Initiativen jetzt in dieser Zeit, in der auch die Beanspruchung für Sie natürlich nochmal deutlich höher war als in normalen Zeiten. Und in der Mail, die Sie letzte Woche geschrieben haben, schrieben Sie auch als letzten Satz, das fand ich besonders schön, Sie hätten letztlich auch gar keine Einbußen erlebt. Im Laufe der Zeit eben nicht mehr. Wir haben geschafft, dass alle Leute bei uns zur Abholung in der Buchhandlung bestellen. Am Anfang haben wir noch falsch gedacht und haben gedacht, naja, das läuft ja jetzt alles über Libri mit DHL und so. Da ist uns nach 2 Tagen aufgefallen, da bleibt ja überhaupt nichts hängen. Das ist ja Wahnsinn. Und dann haben wir gesagt, hier, Kinders, ihr müsst alle Abholung in der Buchhandlung. Ich habe eine Pressemitteilung geschickt, es gab an die Mühlhammer Presse, dann gab eine Woche später gab es einen guten Artikel, wir haben Anzeigen gesetzt, wir haben die Newsletter verschickt und so, und dann haben wirklich alle Leute plötzlich haben kapiert, bei uns bestellen, wir liefern das, und das ist total toll angekommen. Die Brigitta und ich hatten allerdings wirklich eine 60-70-Stunden-Woche über die ganze Zeit, wir waren hinterher fix und foxy, aber dadurch, dass das so gut geklappt hat, waren wir irgendwie auch in der Zeit so euphorisiert, wir haben das erst hinterher gemerkt, dass wir nicht mehr können und dass wir irgendwie total erschöpft sind. Aber wir haben gedacht, hinterher wollen alle Leute beliefert werden. Das ist jetzt nicht so. Also die waren so froh, dass wir wieder aufgemacht haben. Die haben uns mit Blumen, Schokolade und so überhäuft und waren froh, dass wir wieder da sind. Und es gibt nur ganz wenige, die noch beliefert werden wollen, weil sie irgendwie jemand Krankes zu Hause haben oder so. Ne? Also wenn ich da mal einhaken darf, da sieht überhaupt nichts dilettantisch aus, um das mal so mal. Und nur weil man irgendwann mal mit etwas beginnt und einfach noch nicht weiß, wie es funktioniert. Also da haben wir ja auch noch diverse andere Beispiele. Gerade die erste Folge ist immer die im Nachhinein die schlechteste, weil man einfach noch nicht wusste, was man da eigentlich macht. Und aber wenn ich mir das hier so anschaue, was Sie daraus gemacht haben, das ist doch super. Und auch es ist aber alles auch so ein bisschen, also wir haben jetzt auch ganz ernsthafte Sachen. Also das literarische Quintett haben wir genauso aufgenommen. Also die Leute haben den Eindruck, sie sitzen bei uns im Publikum. Wir haben das im Laden so aufgebaut, wie wir es immer machen. Das ist auch ganz ernsthaft. Aber zum Beispiel das Vorort-Duo oder unsere literarische Wanderung Goethe in Sahn, das ist irgendwie, da hört man die Autos vorbei rauschen. Mhm. Und das ist so eine kleine, auch so eher so was Witziges. Ich glaube, wir profitieren so ein bisschen davon, dass das, dass die Leute uns kennen, dass das mit großer Sympathie gesehen wird, dass das vielleicht der Dilettantismus da irgendwie auch als dass die uns mögen, und wenn wir da so irgendwie das nicht so perfekt machen, dass das sogar einen positiven Effekt hat. Es ist authentisch. Es ist genau authentisch das, was Sie sagen. Ja, also das ist, ich finde, also das da mussten wir ein bisschen spannend. Mutig sein, aber wir haben das einfach mal so hingenommen, dass nicht alles perfekt ist, und haben das uns auch selbst so ein bisschen auf den Arm genommen. Und gleichzeitig haben wir aber auch zum Beispiel eine arbeitslose Schauspielerin engagiert und haben der auch ihren Auftritt bezahlt. Wir waren das erste Engagement, was sie wieder hatte seitdem, und die ist wirklich, die leidet echt unter ihrem Berufsverbot. Und was ganz toll war, der Heine Verlag hat uns die Carla Berling Lesung, so eine kleine Mini-Lesung, aber geschenkt, weil wir die auch zu Gast gehabt hätten. Und wenn die jetzt tatsächlich im Herbst, falls das gehen wird, wenn die dann zu uns käme, wirklich, hätte die schon 9 Krimi. Konnten wir also diesen jetzt erstmal auch gut bewerben. Der hat sich sehr gut verkauft seitdem, weil die auch so sympathisch ist. Stattdessen hat aber der Insel Verlag für die Austen-Lesung anständig kassiert, für die Übersetzerinnen auf 4 Wochen begrenzt 100 Euro. Fand ich jetzt irgendwie sehr heftig für so eine Situation und so eine Zeit. Da war die Kommunikation auch nicht so klasse. Und der Markus Beer wäre auch zur Lesung zu uns gekommen, und er hat das auch extra für uns gelesen. Er ist hierher gekommen. Wir haben dann eine Investition gewagt. Wir haben uns eine gute Filmkamera
gekauft, also so eine Cam. So schlimm teuer ist es jetzt nicht, aber dann fummelt man nicht auch mit einem schlechten Ton rum mit dem Fotoapparat. Ne? Also wir haben jetzt gerade hier aus dem Plenum tatsächlich auch eine direkte Bemerkung, weil Sie, als Sie gesagt haben, dass Sie sich gar nicht im Klaren darüber waren, dass Ihre Kunden auf die Newsletter so positiv reagieren. Also haben wir jetzt also Katja Splichal. Ich weiß nicht, Katja, ob du da persönlich was zu sagen möchtest. Das wäre doch ganz toll. Direkt genau. Reinholen. Ja. Nein, danke, schreibt sie dann. Okay. Roland, oder kam dann. Ja. Genau, also Katja hat geschrieben, also dass gerade hier Newsletter, also ihre Erfahrung hat auch gezeigt, dass die Öffnungsrate genau in dieser Zeit merklich gestiegen ist. Also Kunden fühlen sich nicht belästigt, wenn sie das Gefühl haben, man versorgt sie mit Informationen, die sie auch wirklich brauchen. Und das ist ja eigentlich das Wichtigste. Ja, und wir haben irgendwie, also der Witz war, oder das erstaunlich oder was uns gar nicht aufgefallen ist, wir haben ja so lustige Sachen geschrieben. Und ich habe das immer irgendwie versucht, möglichst lustig zu fassen, irgendwie humorvoll und so. Ich habe auch Links irgendwie hinter Bilder gelegt, die dann witzig waren oder so. Es hat uns eine Kundin hatte uns irgendwie 10 Osterhäschen, Lind-Osterhäschen geschenkt. Und die standen dann so, die hatte die Auszubildende auf dem Stadtplan, der für dieses Ausliefern immer da lag, so dekoriert, und dann habe ich habe ich geschrieben, hier klicken, und dann gab es irgendwie die ganzen Bücher auf unserer Website zum Abnehmen mit Schokolade, ne? Diät, Schokoladendiät und so, gibt es ja so bekloppte Bücher. Und da hatten die Leute einfach unheimlichen Spaß dran, die haben uns wirklich so wie Liebesbriefe geschrieben in der Zeit. Also die haben uns wirklich zwischendurch gesagt, das wäre so toll, von uns Post zu bekommen und die schönen Filmchen zu sehen. Und also die haben wirklich ganz, ganz toll reagiert. Das war unheimlich schön. Wunderbar. Genau, ja, dann ich würde sagen, gesehen. Katja möchte doch sprechen. Genau, ich würde aber auf jeden Fall erstmal sagen, ganz herzlichen Dank, Frau Hilberath. Also ich finde das ein wirklich tolles Beispiel und sehr ermutigend. Ich bin jetzt ja auch schon eine ganze Weile da irgendwie in verschiedener Weise oder an verschiedenen Stellen involviert in die Organisation von Online- oder Offline-Veranstaltungen, und immer wieder höre ich dann von Leuten, ja, wenn dann so ein Referent kommt von irgendeinem großen Unternehmen, am besten aus so einem Global Player, klar können die alles machen, aber wir kleiner Verlag oder wir kleine Buchhandlung, für uns ist das ja gar nicht möglich. Ja? Und sie zeigen hier sehr, sehr, sehr schön und sehr eindrucksvoll, dass doch sehr viel möglich ist. Ja, okay, mit 60, 70 Stunden Wochen, aber auch jeder Menge Euphorie offenbar, und ich würde sagen, weiter so, viel Erfolg, Ihre treuen Kunden sind jetzt ja ganz offensichtlich nochmal sehr viel treuer geworden. Also insofern auf jeden Fall. Also wir haben Berge von neuen E-Mail-Adressen bekommen. Es wird noch sehr viel mehr über den Webshop bestellt. Wir haben also Amazon dicke abgehängt mit Lektüreversorgung von Kindern und so, weil wenn die morgens angerufen hat, wir hatten es vorrätig, haben wir es nachmittags schon gebracht. Ne, solche Sachen haben sich dann doch eingebrannt bei den Leuten. Ne? Das, super. Das hat wirklich viel gebracht. So. Sehr schön. Dann vielen Dank. Dann entteilen Sie doch nochmal Ihren Bildschirm, bitte. Dann ist jetzt Katja schon. Ja. Ah, gut. Hallo, Katja. Hallo. Hallo Hermann, so toll, dich zu sehen. Hi. Hallo Carmen. Ich sehe dich leider nicht, aber. Nee. Ja, ist besser so. Ich habe blau gefärbte Haare. Ich sehe ganz, ganz merkwürdig aus. Weil ich dachte, wann, wenn nicht jetzt, ja? Das ist Corona. Das Corona-Blau sozusagen. Ja, yeah. Sieht aus leider wie Schimmelkäse, aber ich finde es super. Gut. Thema Newsletter. Genau. Ja, nee, insgesamt. Also die Frage ist natürlich immer, warum jetzt? Ne? Also haben die Leute mehr Zeit zum Lesen? Ist plötzlich mehr Interesse an qualitativ hochwertiger Information da? Für uns ist natürlich so ein bisschen klar, also Ulmer Verlag, Landwirtschaft, Gartenbau, wir sind gerade erstens, es ist Frühling, wir sind gerade voll in der Zeit. Also unsere Themen sind gerade sowieso dran. Und Punkt 2 war bei uns, wir haben extrem gemerkt, die Leute sind zu Hause, die sind auf dem Balkon, die sind im Garten, die backen ihr Brot selber, die machen ihre Wurst selber. Machen wir auch plötzlich. Also, wir haben in der, ich glaube, 150, 152-jährigen Verlagsgeschichte, ohne dass ich das jetzt 100% beschwören könnte,
noch nie so viele Bücher übers Selbermachen verkauft. Mhm. Ja? Vom Pökeln, vom Brotmachen. Also wenn ich mir das angucke bei uns im Webshop, es sind einfach all die Themen, wo es so ein bisschen um Selbstversorgertum geht und wo es um sich im häuslichen Bereich ein Stück weit autonom bewegen können geht. Und jetzt müssen wir uns natürlich irgendwie die Frage stellen, ne? Ist das kurzfristig Trend und hat das deswegen so auch bei den Newslettern durchgeschlagen, bei der Conversion Rate und sonst wo? Oder ist das jetzt tatsächlich etwas, was vielleicht ein Stück weit länger zu beobachten sein wird, weil sich dort aus einem kurzfristigen Handlungsdruck ein langfristiges Umdenken entwickelt? Also bei uns ist halt noch ganz viel Ursachenforschung. Ne? Wir wüssten natürlich sehr, sehr gern, ob wir das jetzt als Trend angucken und dann auch entsprechend Programm und strukturell dran arbeiten oder ob wir einfach glücklich sind, dass wir mit einem blauen Auge davon kommen. Weil zufällig gerade die Saison und die Themen, die da draußen gefragt sind, sehr mit dem korrelieren, was wir im Angebot haben. Hm. Gibt es denn irgendwas, was also eine Veränderung, die ihr gesehen habt, hast du ja eben geschrieben, ist, dass eben die Conversion Rate viel besser ist bei Newslettern. Aber gibt es jetzt auch etwas, was ihr jetzt neu macht oder was ihr jetzt als Learning daraus gezogen habt und dadurch jetzt irgendwie in die Entwicklung gebracht habt neu? Naja, insgesamt, also das Thema Anzeigen. Wir sind ja nur zu einem Drittel Buchverlag und zu zwei Dritteln Zeitschriftenverlag. Und für unsere Anzeigenkunden ist das gerade genauso eine schwierige Zeit, unabsehbar. Mhm. Welche Messen kommen, welche Messen fallen aus? Welche Veranstaltungen finden statt? Wie entwickelt sich beispielsweise die Landwirtschaft? Ja, das ganze Erntehelfer-Thema war für uns extrem wichtig. Das Wetter. Also wir sind ja da sehr, sehr abhängig von äußeren Einflüssen und Faktoren. Und wenn jetzt einfach gewisse Dinge, so wie eine Spargelernte, eine Erdbeerernte, eine Weinlese im Herbst jetzt schon quasi sich abzeichnen als nicht stattfindend, dann hat das im Anzeigenbereich weitreichende Konsequenzen für unsere Objekte. Und da jetzt einfach zu spüren, dass also der Ausfall von Präsenzveranstaltungen, der ist für viele von unseren Anzeigenkunden sehr bedrohlich. Also das finden die Marketer, ja. Die Marketer finden das gruselig und grausam, dass sie nicht mehr wie sonst immer in Nürnberg und in Essen und in Köln ihren Kunden begegnen können. Und die haben dadurch eine extrem hohe Bereitschaft entwickelt, einfach zu sagen, da müssen wir uns andere Formate überlegen. Wie können wir denn statt live irgendwie doch live sein? Und das ist dann eben nicht mehr so der klassische Banner oder irgendein, ich sag mal, eher statisches Medium, sondern tatsächlich die Überlegung, wie kann ich mit kurzen audiovisuellen Schnipseln das Live-Erlebnis ins Marketing reinbringen? Und da glaube ich, also merken wir einfach deutlich, dass plötzlich die Bereitschaft zu alternativen Werbeformen und Formaten sehr, sehr viel höher ist. Oder auch Webinare zu machen. Wir bieten seit 5 Jahren Webinare an und eben auch Fachthemen, ja, so was weiß ich. Wir machen ja auch unangenehme Spezialthemen, so Geflügelschlachten und Zeug im großen Stil. Ich sehe die hochgezogenen Augenbrauen. Also ja, Landwirtschaft. Ich bin Vegetarier, tut mir leid. Ja, das ist total schön. Wir haben auch Obst- und Gemüsesachen. Also landwirtschaftliche Fachthemen, die sich bisher viel davor gedrückt haben, sich im Bereich Webinare, audiovisuelle Medien, digitale Wissensvermittlung so wirklich anzusiedeln und breit zu machen. Und die haben jetzt alle einen enormen Handlungsdruck. Also seit März kriegen wir an manchen Stellen einfach die Bude eingerannt, wo wir sagen, okay, dann müssen wir dafür einfach die Plattform noch viel mehr schaffen und den Raum dafür bieten, dass diese neuen Werbeformate und auch diese neuen Kommunikationswege und PR-Formate besser genutzt werden können. Das ist schön. Also für uns hat das natürlich eine deutlich schönere Marge auf diesem Weg. Ja? Mhm, und das kam ja immer von uns quasi, treibend. Mensch, denkt doch mal nach über und man könnte doch mal, und was haltet ihr denn von dem und dem Format? Und das war immer so ein bisschen zäh. Ja? Und jetzt seit März, also wir haben am 13. März geschattet und so seit der zweiten, dritten Märzwoche, erstmal 2 Wochen natürlich berappeln an allen Ecken und Enden und so die Fälle zusammenhalten, aber seitdem eigentlich ein sehr, sehr pragmatischer Umgang und dann eben auch die Möglichkeit, neue Formate zu platzieren.
Ja, sehr, sehr schön. Du hast ja eben auch die Veranstaltung genannt. Eine meiner Lieblingsveranstaltungen, schon allein, weil es in meiner oder in der Nähe meiner Heimatstadt Kassel lief, war die Lesung von Axel Hacke im Autokino in Baunatal. Auch, glaube ich, relativ früh schon oder im Mai, weiß gar nicht mehr genau, auf jeden Fall tolle Idee, weil in der Buchhandlung Vitor eben die normale Lesung nicht stattfinden konnte, haben die sich überlegt, auch wir verlegen das jetzt ins Autokino. Auch das finde ich total spannend, welche Orte da von anderen Buchhandlungen oder auch von Verlagen für Lesungen oder andere Veranstaltungsformate inzwischen schon gefunden wurden oder vielleicht noch gefunden werden könnten. Ja. Auf jeden Fall, ich glaube, da gibt es jede Menge Ideen. Jetzt ist ja die Sommersaison startet ja gerade erst. Da kann man auch mal am oder auf dem See oder sonst wo Veranstaltungen durchführen. Und dann kam jetzt noch eine Frage von Roland an alle. Gibt es bei anderen auch solche Phänomene wie die Katja, vielen Dank übrigens auch nochmal, für so erzählt hast, wie nachhaltig sind die Dinge, die wir jetzt erleben oder die Entwicklung, die wir jetzt erleben? Werden bestimmte Aktivitäten oder Aktionen auch noch in ein paar Monaten oder auch nur in ein paar Wochen funktionieren oder dann eben nicht mehr? Oder wenn das Geschäft ja sogar ziemlich gut weiterläuft oder sogar besser als vorher, wie ehrlicherweise bei uns, ja, durch E-Books ist natürlich geht gerade durch die Decke, das ist wunderbar. Und wir merken bei uns, um das kurz vielleicht zu sagen, Roland, dir direkt zu antworten, wir merken Unterschiede im Handel. Bei Hörbuch zum Beispiel gab es einen wahnsinnigen Peak im März und April, also digitalen Hörbuch, der ist jetzt schon wieder deutlich zurückgegangen, aber es liegt immer noch auch wiederum deutlich über dem normalen Niveau von vor Corona. Bei uns mit unseren Self-Publishern, bei Tulio Media, so im engeren Sinne, hält es weiterhin an, beziehungsweise es geht sogar eher noch weiter bergauf, weil wir natürlich auch merken, dass jetzt bestimmt, oder wir vermuten, dass es auch damit zusammenhängt, dass natürlich jetzt bestimmte Autoren einfach auch ihre Fanbase erweitert haben und davon jetzt auch profitieren. Das ist natürlich dann tatsächlich auch nachhaltig. Kann man vielleicht den Einwurf oder die Bemerkung von Roland Jesser aus dem Chat, die fand ich auch sehr hilfreich, also auch als Antwort auf diese Frage. Ach, gut, dass du das erwähnst. Wie nachhaltig etwas ist. Und da sagt er sehr zu Recht, und ich glaube, das ist möglicherweise eine der Kernaussagen, die wir auch wahrscheinlich mitnehmen, dass nämlich Vorhersagen schwierig sind. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich nehme an, das bleibt uns erhalten. Und was er aber sagt, was ich sehr auch psychologisch interessant finde, den Drive beizubehalten und auch weiterhin möglichst fix und flexibel auf Kunden zu reagieren, das hilft sicher. Und das ist, also das finde ich ganz zentral und es ist auch wirklich eine Aufgabe, was Frau Hilberath beschreibt, diese unglaubliche Energie, die man in dieser Krise freisetzt, um irgendwas auf die Beine zu stellen, gleichzeitig wissend, das, was wir hier inhaltlich jetzt neu machen, sollten wir eigentlich immer so machen, aber wir können nicht immer 80 Stunden die Woche arbeiten. Wie müssen wir uns organisieren, um diesen Drive auch in Organisation zu überführen? Das ist ein Riesenthema. Also deshalb vielen Dank, Roland Jesse, für den Beitrag. Können wir jetzt nicht erschöpfend klären, aber das ist... Ihr beiden geht jetzt ja noch weiter drauf ein. Also du hast ja gerade wieder hervorragend zu dir selber, beziehungsweise zunächst erstmal zu Carmen übergeleitet, nämlich wie müssen wir uns organisieren? Da kommen wir dann zum Thema eben Prozesse, Organisationsstrukturen, Tools. Und da hat Carmen ja ein schönes Beispiel von Oettinger zum Thema Prozesse für uns. Genau. Also ich denke, so wie es uns hier im Verlag ging, geht es jedem, was das Thema Unterzeichnung von Dokumenten und von Verträgen betrifft. Also wie ist es noch in der Vergangenheit bei uns gelaufen? Man hat einen Vertrag bekommen, man hat ihn ausgedruckt, man hat ihn korrigiert, man hat ihn überarbeitet, man hat ihn zerrissen, man hat Papier produziert, dann hat man es irgendwann unterschrieben, dann kam es in eine Unterschriftenmappe, diese wiederum kam in irgendein Fach, das dann wiederum geleert wurde, auf einen Schreibtisch gelegt wurde und da lag es dann erstmal. Und derjenige, der diesen Vertrag losgeschickt hat, hat sich gewundert, warum er immer noch nicht unterschrieben wieder bei ihm auf dem Schreibtisch war.
Also ich denke mal, das ist ein ganz normaler Prozess, wenn man sowas überhaupt so nennen will. Und wir haben uns elendig darüber geärgert, schon relativ lange. Wir haben auch immer gesagt, man müsste da eigentlich mal was dran ändern, aber es gab, sagen wir mal, die Notwendigkeit nicht, bis auf, sagen wir mal, das persönliche Empfinden, was man währenddessen einfach gespürt hat. Ja, und dann war es auf einmal so, dann durfte ja keiner mehr in den Verlag kommen. Und die Verträge gab es da aber trotzdem und die mussten unterzeichnet werden, die mussten verschickt werden und keiner hatte auch den Überblick darüber, welcher Vertrag liegt denn jetzt eigentlich bei wem und wer ist denn jetzt gerade im Büro und wer hat denn jetzt was verschickt. Und also es war höchst kompliziert und daraufhin wurde dann ein Projekt vorgezogen, dass wir hier augenscheinlich schon relativ lange auch im Prüfprozess hatten, und zwar ist das DocuSign. Im Grunde genommen ist es was ganz Einfaches. Gibt es eine Person, die da für zuständig ist, Verträge rauszuschicken. Das kann der PM sein, das kann der Lektor sein, das kann jemand aus der Vertragsabteilung sein, ganz unterschiedlich. Und diese Person legt von Anfang an fest, wer ist in diesem Prozess involviert, weil nur die bekommen auch die entsprechende E-Mail. Dann gibt es einen Link, da steht dann einfach nur drin, bitte lieber XY, hier ist der Vertrag, bitte unterzeichne hier, klicke auf diesen Link, da bitte unterzeichnen. Sobald das geschehen ist, gibt es eine Rückkopplung und der von Person A unterzeichnete Vertrag wird dann digital automatisch an Person B geschickt. Ob die jetzt in Timbuktu sitzt oder in den USA oder wo auch immer, ist dabei erstmal Schnuppe. Das heißt, so ein Unterzeichnungsprozess, der im schlimmsten Fall Monate dauern kann, ging auf einmal innerhalb von Stunden. Und das hat uns natürlich Arbeit erleichtert. Das ist krass. Abgesehen davon, dass inzwischen keiner mehr fragen muss, bei wem liegt der Vertrag. Also man sieht ganz genau, welche Verträge hat man rausgeschickt. Man sieht ganz genau, bei wem sie liegen, weil die Person, die unterschreibt, also man sieht es einfach, und wenn einfach kein Häkchen gesetzt worden ist, weiß man ganz genau, wer das Nadelöhr ist. Das heißt, diese ganze Übersicht bekommt man mit einem Mal auf einen Klick. Und das ist natürlich etwas, was wir auch in Zukunft weiter so behandeln werden, weil papierloses Büro, ja, wunderbar, das machen wir hier auch. Aber dieses Thema, den Überblick zu haben, welcher Vertrag liegt in welcher Version, jetzt gerade bei welcher Person, und hat mein Geschäftspartner in den USA den Vertrag schon wieder unterschrieben? Das heißt, kann ich hier anfangen? Ich bin mir sicher, ich bekomme ein digitales, unterzeichnetes Exemplar und arbeite teilweise dann nicht in der Hoffnung, dass ich dann vielleicht irgendwann mal was Unterzeichnetes zurückbekomme. Also wir haben wirklich gemerkt, das ist da sind wir sehr dankbar, dass es Corona gegeben hat, weil wer weiß, wie lange es ansonsten gedauert hätte, sich dafür zu entscheiden, weil man ja immer möglicherweise gesagt hätte, ach, geht doch irgendwie. Und wir merken jetzt aber, wie schnell dieser Prozess geht und wie sehr das auch die Person wirklich entlastet, die darüber den Überblick behalten muss und die auch nachher im Endeffekt Rede und Antwort dafür stehen muss, wenn irgendein Prozess mal nicht funktioniert. Hm. Also da sind wir super happy. Und was noch dazu kommt, man brauchte keine großartige Schulung. Also man konnte einfach sagen, so, hier ist der Link, das ist dein Einwahl, Codewort, Passwort, whatever, bitte teste das mal 10 Minuten, und dann wusste man, wie dieses Modul funktioniert. Also es war perfekt auch dafür geeignet, sich das auch im Homeoffice anzueignen. Also wir sind da wirklich sehr, sehr glücklich, weil gerade bei uns, wir haben ja diverse unterschiedlichste Hüte hier jetzt gerade auf, und gerade wenn man auch an Industriekunden und sowas Verträge verschickt, die normalerweise nicht so an Verlagsprozesse gewöhnt sind, dann ist das wirklich Gold wert, wenn man einfach nur sagen kann, hier ist der Link, klicke drauf, und damit hat sich das. Wunderbar, I love it. Und ja, du hattest ja auch gesagt, also ihr habt eigentlich das Thema schon 2 Jahre lang in der Mache gehabt oder so, war aber das so rum, mhm, und dann kam Corona und zack, genau.
der Mega-Beschleuniger für alles und hat auch die Umsetzung dieses Projektes so beschleunigt, dass es jetzt tatsächlich endlich umgesetzt wurde. Ja, ja, also das ist eigentlich was ganz Kleines, aber im Endeffekt hat das einen wahnsinnigen Effekt, glaube ich, hier auf Einzelpersonen, die man jetzt irgendwie auf dem Flur begegnet und die einfach nicht mehr so einen zerknitterten Eindruck machen, weil sie einfach überhaupt nicht mehr gefragt werden, wo ist denn gerade der Vertrag mit XY, sondern sie sagen einfach, hey, guck rein, du siehst es und sprich mit der Person, die es bislang noch nicht unterzeichnet hat. Das ist natürlich Arbeitserleichterung hoch 10. Ja, dann mache ich neben DocuSign auch nochmal Werbung für beim Thema Urlaubsverwaltung für das Tool Timetable. Also das haben wir nämlich schon vor einem halben Jahr eingeführt und sind damit auch total happy. Ich habe jetzt hier nur ein sehr kleines Team, aber selbst da mit ausgedruckten Urlaubsantragsformularen, totaler Pain, haben wir abgeschafft, auch zum Glück eben schon vor der Corona-Zeit. Und in der Corona-Zeit, Roland, gibt es ja nun auch diverse Beispiele, was so Vertreterkonferenzen oder eben Vorschauen angeht. Da hat sich ja auch einiges getan und da bist du näher dran als ich. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne noch ein Beispiel kurz ansprechen, dass auch das auf Frau Hilberath nochmal zurückgeht, das Thema Veranstaltung. Übrigens haben wir quasi uns jetzt intern beschlossen, so ein bisschen Gas zu geben. Also wir sind da mit unseren Beispielen bald durch und wollen unbedingt euch auch noch Raum geben, Dinge zu sagen. Genau, deshalb nur ganz kompakt von mir noch zwei Themen. Einmal, da bin ich ganz kurzfristig erst aufmerksam geworden auf die Buchmesse Saar. Die haben offensichtlich, also ich habe, wie gesagt, mir jetzt kurz nochmal Informationen besorgt, aber ich fand das so toll, das musste ich einfach teilen. Die haben ihre komplette Messe analog eingefaltet und digital aufgebaut. Und die findet jetzt im Laufe dieser Woche statt, haben ein paar ganz tolle Formate, wie ich finde, und haben auch einen Gedanken, der, also ich habe jetzt hier mal einen Teil dieser Karte aufgerufen, also den Gedanken, quasi diese Möglichkeit von Begegnung und Erlebnis in diesem Format der Karte im virtuellen Raum abzubilden. Also da würde ich euch einfach nur einladen, guckt euch das an, vielleicht macht er ja auch mit. Das hat mir einfach sehr imponiert, mit welcher Klarheit und gewisserweise auch Gelassenheit und mit welchem Riesenengagement die das in relativ kurzer Zeit auf die Beine gestellt haben. Das gewissermaßen zum Thema Veranstaltung. Und da noch etwas, was Sie, Frau Hilberath, so ganz gelassen in einem Nebensatz gesagt haben, dass da nämlich Leute gewissermaßen teilnehmen können, die aus irgendwelchen Gründen nicht zu dem analogen Event kommen. Das ist ich nenne das jetzt intern immer das zweite Publikum, und das ist, glaube ich, auch ein Begriff, den viele andere schon gebrauchen. Also, dass man sich für die Möglichkeiten des Digitalen auch bei Hybrid-Events öffnet und sagt, ja, selbst wenn es kein Virus mehr gibt, das mich davon abhält, einen Raum zu bespielen, dann ist es trotzdem sehr sinnvoll, darüber nachzudenken, wer könnte denn noch mit dabei sein? Wer könnte vielleicht sogar interagieren? Und das, dafür hat sich jetzt ein Raum geöffnet, von dem ich glaube, dass die Buchmesse Saar dazu als ein Beispiel einfach ganz schöne Ideen hat. Und das Zweite, das ist das Thema gewissermaßen Prozesse. Und hier in dem Fall der, jetzt ist der gute Herr Knemeler abgeschnitten, das wollen wir nicht. Also der Vorschauprozess, also was jetzt hier beim Cornelsen Verlag ein Beispiel war, dort wurde aus der Tatsache, wir können uns nicht persönlich sehen, aber wir wollen eine Vertretertagung machen, geschlossen, okay, wir machen es mit VWTICS und wir machen es gut. Und ich empfehle die Lektüre dieses Interviews beim Börsenblatt, da wird ganz pragmatisch beschrieben, das hat mehr Zeit gekostet, das hat weniger Zeit gekostet und insgesamt war es wahrscheinlich effektiver. So, und das ist etwas, was eine sehr gute pragmatische Umsetzung ist, wie ich finde, gleichzeitig auch mit dem Mut auszuprobieren und zu sagen, okay, klassische Format, um es mal wertfrei auszudrücken, Vertretertagung, da kann man sich auch mal anders angucken. Und das kann ich jetzt leider nicht gewissermaßen spezifizieren, aber ich weiß, dass es Verlage und auch große Verlage gibt, die in dieser Krise diesen Vorschauprozess, den alten Vorschauprozess gewissermaßen umgelenkt haben auf eine Digital First, also digitale Kommunikation zuerst Version. Das heißt, die gesagt haben, okay,
dieser ganze Riesenaufriss, den wir für die gedruckte Vorschau machen, den machen wir jetzt nicht mehr. Wir stellen auch unseren Kunden, wenn sie möchten, gedruckte Vorschauen zur Verfügung, aber das kommt alles aus unseren Systemen. Und würde mich freuen, wenn da gelegentlich auch diejenigen, die es wirklich auch von innen beobachten können, sich dazu mal öffentlich äußern. Aber ich weiß, das ist passiert. Und genau, das nur noch so mal als Schlaglichter von meiner Seite. Und dann haben wir jetzt den spannenden Teil der ganz kurzen Selbstbeweihräucherung. Es sei denn, wie gesagt, es gibt doch noch Meldungen. Ja. Du kannst dein Bildschirm aber wieder entteilen. Genau. Okay. Oh ja, sehr guter Gedanke. Passiert. Ja, gibt's denn noch, ich bin erstaunt, dass jetzt nicht mehr Fragen und Kommentare oder auch eben eigene Beispiele erwähnt wurden bisher von den Teilnehmenden. Ja, solange sich die anderen noch nicht trauen, können wir ja mal mit einem Learning weitermachen, dass wir drei inklusive Mario Como gelernt haben. Zu dem Zeitpunkt, als der Lockdown, Shutdown, wie auch immer man es jetzt eigentlich nennen will, es ist ja im Grunde genommen egal, stattfand, haben wir hier gesessen und haben gesagt, meine Güte, wir sind digitallos und was machen wir denn jetzt? Also es war ein relativ schnelles, kurzes Telefonat zwischen uns, damals auch noch nicht mit Zoom oder Teams oder was auch immer, sondern einfach ganz schnöde per Telefon und per Mail, wo wir einfach gesagt haben, also eigentlich wäre jetzt die Stunde gekommen für so ein kleines, kurzes, digitales Format. Und wir haben es dann unsere Digital Takeaways genannt und haben sehr, sehr kurzfristig dann auch die entsprechenden Einladungen in die Runde geschickt. Und ich weiß noch, das erste Webinar, da wussten wir noch gar nicht mal, ob wir das so nennen sollen, weil wir ja eigentlich gar nicht so richtig wussten, was wir erzählen sollten. Wir wollten ja erstmal wissen, wie ist eigentlich der Bedarf da draußen bei euch? Worüber möchtet ihr euch unterhalten? Worüber möchtet ihr euch austauschen? Und was ist genau jetzt in dieser Krisenzeit? Was sind die Themen, die euch da sehr unter den Nägel brennen? Das heißt, die erste Session, die wir gestartet haben, da ging es eher um das Thema Input von euch. Und was wir in dem Augenblick gemerkt haben, also wir drei haben uns wunderbar miteinander unterhalten, hatten, glaube ich, noch einen weiteren Speaker mit dabei und haben aber zum Beispiel komplett vergessen, den Chat im Auge zu behalten oder auch die Fragen, die bei den F&As auftauchten. Und das war tatsächlich ein Learning, also was wir jetzt inzwischen viel, viel besser auch machen, dass wir uns hier so ein bisschen die Aufgaben zuschustern, dass wir immer gucken, wer hat da was geschrieben, damit wir auch in unseren Webinaren an sich halt viel agiler sind. Ja, also das ist ja auch das, was man daraus lernen kann. Es ist halt nicht mehr dieses Frontalunterricht und die anderen sitzen einem gegenüber und man kriegt nichts mit, was die denken oder was die sagen. Nee, es ist ja genau andersrum. Also wir sind darauf angewiesen, dass es eine bunte und eine gute Diskussion und Meinungsaustausch hier auch ist. Und das haben wir auch gemerkt. Es war extrem aktiv. Also das war super. Wir hatten Teilnehmer zwischen 80 und 120 Teilnehmern. Es war ein super Austausch. Wir haben teilweise währenddessen das Thema geswitcht, weil wir einfach gemerkt haben, wir müssen die Schwerpunkte anders setzen. Und ich finde, das ist auf alle Fälle auch ein Learning und auch ein Vorteil aus den Webinaren, wenn man von Anfang an auch mit dem im Fokus hat, dass man sich tatsächlich austauschen möchte. Genau, um das mal einzudampfen oder auf so einen Begriff zu bringen, also definitiv viel interaktiver als eine Offline-Veranstaltung. Und das war eigentlich auch das eigentliche Learning von uns jetzt durch diese Webinare. Also wenn man schon so Online-Veranstaltungen anbietet, dann sollte man nicht einfach nur versuchen, eins zu eins eine normale Offline-Veranstaltung Präsentation oder Vortrag, Konferenz, Seminar zu übertragen in den virtuellen Raum oder digitalen Raum, sondern dann auch den digitalen Raum mit all seinen Möglichkeiten, eben mit diesen verschiedenen Chat- und Kanälen, Bildschirmteilen und so weiter zu nutzen.
Und dann wird es auch eben sehr lebendig und bringt eben eine ganz andere Art von Mehrwert. Das machen wir jetzt zunehmend. Und heute hätte es für meinen Geschmack noch ein bisschen mehr, ein bisschen interaktiver auch sein können. Aber offenbar waren einfach die Inhalte, die wir schon in der Pipeline hatten, auch so spannend, nehme ich jetzt einfach mal an, dass da auch nicht mehr so wahnsinnig viel hinzuzufügen war. Wenn es aber natürlich noch weitere Beispiele aus den Unternehmen gibt oder Fragen oder Themen, Feedback an uns, beziehungsweise an den Börsenverein, immer her damit. Und dann würde ich auch schon mal auf die nächste Veranstaltung hinweisen wollen, die wir ja nächsten Montag schon anbieten zum Thema Buchmesse. Denn auch die wird sicherlich ja sehr viel digitaler und interaktiver stattfinden. Ob sie nun überhaupt in Frankfurt auch physisch stattfinden wird oder nicht, weiß man nicht. Im Moment gehen wir davon aus oder geht der Börsenverein, gehen die Buchmesse davon aus. Aber es wird da drumherum sicherlich viel mehr auch Bedarf eben etwas zu tun. Und jetzt haben wir gesehen, man kann alles Mögliche vor Ort, regional, dezentral auf die Beine stellen, ob nun komplett digital oder aus einer Mischung von Digitalangebot und Präsenzveranstaltungen in anderen neuen Rahmen, an neuen Orten. Und darüber möchten wir uns nächsten Montag austauschen. Ja. Um 14 Uhr auch, ne? Mhm. Wir haben jetzt gerade noch eine Meldung, die ich wirklich sehr schön und charmant finde. Die Frau Aigner hat geschrieben, Angelika Aigner: Wir sind ein kleiner Buchladen, haben im Lockdown auf den WhatsApp-Status gesetzt, haben Bücher eingestellt, diese per Fahrrad an die Kunden gefahren, meist schneller als Amazon, wie auch einige Kunden positiv bemerkt haben. Die Kunden haben unsere Handynummer geteilt und auch unseren Service. Somit haben wir viele neue Kunden erhalten. Wir hoffen, dass es auch nach der Krise so weitergeht, dass die Kunden vor Ort bestellen. Ich finde, dass genau das sind die Beispiele. Ja. Super. Super. Genau. Und die Interaktion haben sich wahrscheinlich die ganzen Teilnehmerinnen zumindest in Teilen für den nächsten Montag aufgehoben, weil da ist es, glaube ich, die Frankfurter Buchmesse ist ein gutes Thema für Kreativität und Austausch. Das also sowieso immer, aber in diesem Jahr verschärfen. Ja. Kreativität und Austausch, bitte. Ja. Genau. Mario Kohm hat ja eben auch, als ich gesprochen hatte, nochmal die E-Mail-Adresse angegeben, buchtage@boeuf.de, also boev.de. Da also Anregungen, Themenvorschläge und so weiter einschicken, immer her damit. Und wir überlegen auch, also sind auch im Gespräch mit dem Börsenblatt und überlegen, inwiefern oder auf welche Weise wir die vielen guten Initiativen und Ideen dann auch entsprechend noch stärker in die Branche hinein verbreiten können, sodass das nicht nur sozusagen Eintagsfliegen an einem Ort bleiben. Ja, ich glaube, genau, damit sind wir. Fliegen wir weg, oder? Genau, wir fliegen weg. Und wir bedanken uns sehr, sehr herzlich. Ja, vielen Dank. Und bis nächsten Montag. Genau, bis nächsten Montag. Bis Montag. Ciao. Tschüss.